Ja, extra nur, ist halt richtig. manchmal so. So, wir müssen jetzt wieder live bei euch sein. Die Tonprobleme, woher sie auch immer gekommen sind, sehr skurril, sehr ja, überraschend für mich. Tut mir leid, ich kann es nur entschuldigen, aber das ist halt live. Das ist halt keine Aufzeichnung, sondern ja, wir versuchen es halt dann eben über einen Neustart, der scheinbar geholfen hat. Wir haben gerade noch mal einen kurzen Soundcheck gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 hat jeder gesagt und es knackst. Wenn es wieder unerträglich wird, schreit bitte hier alles Scheiße, alles Mist, sofort ändern, dann machen wir das selbstverständlich. Wir machen weiter im Programm, als wäre nichts gewesen, würde ich vorschlagen. Kannst du meine Kamera noch mal Jawohl. invertieren? Ja. Die Zeit nehmen wir uns noch, damit wir die Schokoladenseite vom Q haben. Ich habe nur eine Schokoladenseite und die brauche ich. Guckst du mal bitte, ob du gut platziert bist? Ein bisschen. Ich bin immer gut platziert. Also, darf ich kurz weitermachen? Ja, klar. Du weißt noch, wo Weil du das finde warst? ich. Hau rein. Nein, nein, aber das finde ich sehr cool. Wir waren ja bei der Story ungefähr und der Doc Butz, der fragt hier, was sagt ihr dazu, dass Gol in der letzten Mission stirbt und Ja, quasi guter Punkt. verheizt wird? Also, ich finde es immer cool, wenn der Schurke am Ende stirbt, ne? Gar kein Thema. Ich glaube, das ist bei jedem so. Hätte mir aber gedacht, dass eventuell in den Destiny 2 Erweiterungen, die rauskommen, dass er jetzt nicht unbedingt stirbt, sondern flüchten muss oder keine Ahnung, sich einfach mal zurückzieht, seine Armee nochmal sortiert und dann, keine Ahnung, irgendwann wiederkommt. Das fände ich cool, weil dann das wäre dann so ein Sequel von der Story. Dann ist er nicht einfach vorbei. Weil somit ist der Bösewicht ja tot. Ja, mehr so wie es bei Oryx war damals. Also Genau. Oryx jagen, Oryx flüchtet, Oryx töten im Raid. Also in dem Stil. Genau. Sowas. Jo. Kann man nichts hinzufügen. Nee, ihr habt schon recht. Ich meine, in den anderen Raids hatten wir das mehr oder weniger genauso, wobei Atheon ja vor dem Raid selber gar nicht so persönlich in Erscheinung getreten ist. Oryx hingegen sehr. Axis eigentlich auch nicht so sehr. Aber ihr habt schon recht. Also kann ich nachvollziehen den Kritikpunkt, dass man im Prinzip den Endboss der Story halt platt macht und dann wird für einen Raid ein neuer rangezogen. Mehr oder weniger, jetzt vereinfacht ausgedrückt. Kann ich schon nachvollziehen. Kann ich schon nachvollziehen. Andererseits war Gary auch echt ein Arschloch, so weißt du. Ja, Mann. Er hat es halt nicht Da, anders dafür verdient. dafür finde ich halt die andere Geschichte, wie es jetzt mit Carlos läuft, ein bisschen cooler irgendwie, weil gerade wenn du den Raid dann beendest, ne, und er da so seinen letzten Atem rausrotzt, wenn man das von einem Roboter sagen kann, und du stehst dann da in dieser Loothöhle und denkst dir so, the fuck, dude? Ja, What's Mann. happening? Das fand ich schon geil. Also das hat den Trennungsschmerz von Gary, wenn man das so nennen kann, im Prinzip komplett aufgehoben, weil es ein neues Rätsel gibt irgendwie und du gar nicht weißt, warum. What, hä? Ja, und es gibt ja unterschiedliche Theorien. Hat Bungie das gemacht, um einfach uns ein bisschen zu ärgern oder um es plausibel Genau. erscheinen zu lassen, dass man jede Woche aufs Neue dreimal den Boss klatscht oder so? Da gibt es ja unterschiedliche Sachen so, ne? Oder ob eine andere Macht dahinter, wer weiß. Ich find das eigentlich so, wie sie es dann gemacht haben, ohne Gary, eigentlich auch ganz geil. Ja. Wenn es auch weniger schlüssig ist, keine Frage, wie in den vorigen Raids, aber ich finde es schon ganz cool irgendwie. Es gibt ja, ich habe, also auf Reddit liest man ja ganz viele Theorien und eine Theorie ist ja, dass Kalus ja in Wirklichkeit nicht Kalus ist, sondern einfach nur diesen Roboter lenkt und woanders, sage ich mal, zuguckt oder was auch immer, ne? Dass man den in irgendeinem späteren Raid dem wirklich konfrontiert, so diesen, den echten Kalus, sagen wir es Deshalb mal auch die so. Prüfungen von Carlos, ne? Das ist ja. Genau, richtig, Exos, du hast, glaube ich, auch richtig. mal was dazu gemacht, ne? Oder was, Andi? Das war Andy, ich habe es aber dann weitergelinkt auf Facebook und Twitter, weil ich die Story von ihm sehr, sehr gut fand, ja. Also, wenn ich es noch im Kopf habe, er hat gemeint, dass Gaul und sein Konsul, war das, glaube ich, ne? Also, der dann auch in der Story auftaucht, dass die einen Putschversuch gemacht haben, weil das Kabalreich ist ja wie das Römische aufgebaut, das heißt, das ist ein Kaiser, ein Imperator und die haben den dann gestürzt und dann eine Militärstruktur aufgebaut. Und konnten ihn aber nicht töten, also konnten Kallus nicht töten, weil er im Volk zu angesehen war und haben sie dann ihn ins Exil geschickt mit dem Leviathan. Und der ist dann rumgereist und hat scheinbar irgendwas gefunden, was sehr besorgniserregend war.
und hat dann diese Prüfungen erschaffen, um die Kreaturen zu finden, die wahrscheinlich diesem Bösen dann gewappnet sein könnten. Deswegen hat er die Prüfungen erstellt. Das heißt, er droht Erden oder Planeten zu essen mit dem Leviathan. Und wenn man sich dieser Prüfung nicht stellt, eben macht er das. Und wenn man dann gewinnt, ist man würdig, da weiterzugehen scheinbar. Vielleicht auch das, was wir dann am Ende noch gesehen haben, als wir die Story beendet hatten, als der Reisende wieder auferlebte und sein Licht durch die gesamte Galaxie schoss. Dreieckigen Schiffe dann noch. Korrekt, ja, vielleicht. Ganz kurz, wir sind ja jetzt quasi über die Story beim Raid angelangt. Damit haben wir im Prinzip erstmal einen Programmpunkt übersprungen. Das macht aber nichts, den holen wir später ein. Und ich habe jetzt, also von mir aus können wir gerne weiter über den Raid als solchen sprechen. Gerne. Würde ich vorschlagen, denn ich habe gerade schon wieder einen Satz gelesen im Chat. Da kriege ich das kalte Kotzen. Warum? Der Raid ist zu einfach. Ich will jetzt, da ist gar kein Mikro und ich will es versuchen hochzuschieben, ganz komisch. ich will jetzt nicht so sehr auf sowas eingehen, aber was sagt ihr denn generell vom Raid? Ich meine, er ist sehr mechaniklastig. Ja. Which is nice. Oder auch nicht, dass du in der Wand, wenn du fragst, sagt mal was dazu. Ich finde, zu einfach, da fragt man am besten nicht mich, weil ich habe in der Hundephase gefühlt 24 Stunden gesessen. So. Sie müssen da differenzieren. Genau. Sie müssen ganz klar differenzieren zwischen Vollblutprofis wie euch, und du hast Busfahrer, die solche Sachen, ihr wurdet geboren für solche Sachen. Und dann gibt es ja die normalen, die Normalsterblichen unter uns. Genau. Die da sich schon die Zähne ausbeißen. Also ich glaube, Schwierigkeitsgrad vom Raid ist okay. Es gibt viele, die sagen, die Mechanik macht sie kaputt, weil wirklich koordinationslastig ist es jetzt einer der schwierigsten Raids, habe ich das Gefühl. Oryx könnte da vielleicht noch mithalten. Aber es ist viel Koordination. Das ist für den Casual-Spieler natürlich schwierig und vom Schwierigkeitsgrad ist okay. Ich habe aber andere Kritikpunkte. Nicht das, was die meisten sagen, mit sie hätten auch gerne einen Zwischenboss. Das ist klar, die meisten hätten gerne einen Zwischenboss. Ist einfach draufballern, bis er umfällt und dann den Loot kassieren. Das ist ja, ist simpel. Sie hätten einen versteckten Secret-Boss einbauen können, weißt du, so einen geheimen Raum. Da steht irgendein Centurio, der Est-Centurio vom Verteidigungslegion, irgendein Y, wenn du den tötest, kriegst du Loot. Hätten sie machen können. In so eine rechte Hand von Carlos zum Beispiel, genau. Der muss ja irgendwelche Leute da haben, das stimmt schon. Ja. Ich hatte zum Beispiel damit gerechnet, dass der Konsul irgendwie, bevor er ihn da erwürgt hat, ne, dass der Konsul da im Raid noch eine Rolle spielt als Zwischenboss oder so. Zum Beispiel, ja. Muss ja nicht mal unbedingt in der normalen Struktur sein, kann ja ein separater Raum sein, wird schon viel ausmachen. Genau. Was mich am Raid am meisten stört, ist die Rüstung. Die Rüstung hat null Wert. Du kriegst Waffen verschiedener Arten, du freust dich, cool, okay, Schwert ist gut, Raketenwerfer ist gut, Automatikgewehr macht Spaß. Und die Rüstung, die hat keinen Wert, die hat keine speziellen Perks drauf, wo die der Raid wieder erleichtert wird. Du kannst auch die Lumpen nehmen, die du in der ersten Mission kriegst. Wenn sie legendär sind, kannst du sie hochinfundieren und dann hat es genau den gleichen Effekt. Das finde ich sehr, sehr schade und ist ein großer Schnitzer im Raid selbst. Ich persönlich finde das sogar gar nicht so schlecht. Ich meine, sicher, du hattest früher Perks drauf, wie weniger Schaden, wenn du es schwer trägst oder sowas, ne? Bei Crota selber und es gab ja, für jeden Raid gab es ja irgendwie solche Perks in dieser Art und Weise. Ja, ist schade, dass es die nicht mehr gibt, aber ich persönlich, und das beziehe ich auf alle Rüstungen, egal welche, ob das Prüfung der Neuen ist, ob das jetzt die neue Monarchie ist, sonst welche, ich finde es eigentlich cool, dass du und da kommt die Barbie-Puppe in mir raus, dass du dir die Klamotten anziehen kannst, die du geil findest. Optisch geil. Das finde ich persönlich ganz cool, ohne dass du irgendwelche Nachteile hast dadurch, weil du dich für genau diese Rüstung entscheidest. Mhm. Die gibt's halt, weiß ich nicht, wenn du Io farmst oder so, kannst du eine Rüstung zusammenkriegen oder so, ja, und die ist dann halt, die macht nichts anderes, aber die sieht anders aus und die trifft genau deinen Geschmack. Ich bin da so ein bisschen in mir zerrissen, was ich jetzt geiler finde oder wie schwer das jeweils wiegt, dass die Rüstungen an sich letztlich austauschbar sind, außer eben von der Optik her. Ich bin da in mir zerrissen, muss ich zugeben. Mhm. Da hätte ich schon eine Lösung, wenn ich jetzt Entwickler wäre. Bitte, ich schreibe mit. Klebpapier ready? Okay, let's go. Alles klar, let's go. Indem dass du Raid-Mods hast. Was ist, wenn du die Rüstungen einfach ersetzt
durch Mods. Also, dass du Raid-spezifische Modifikatoren kriegst, die du nachher in deine Lieblingsrüstungen wieder hineinfügen kannst, die du nur im Raid holen kannst. Das würde mich und dich zufriedenstellen, weil du könntest die Sachen, also du hättest die Modifikatoren, dass der Raid einfacher wird mit der Zeit. Das ist gerade für Casuals, also für den Feierabendhüter ist das eigentlich gut, weil er geht in den Raid, ist mühsam, kriegt die Modifikatoren, kann sich verbessern und dann wird alles immer Schritt für Schritt ein bisschen einfacher. Und man hat das, was du hast, dieses Beauty-Zeugs, ne? Also das Beauty-Place, da ja, kannst geil. Du dann anziehen, was du willst und es ist wunderschön. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Die Idee kaufe ich. Ja, gut. Ja, absolut. Ja, gut. Patent beantragt. Alles klar, also, du hast, glaube ich, den besten Draht und dann gib du das mal weiter. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Also das wäre in der Tat eine Akzeptanz. Ich habe gerade von Fafarin gelesen, dass im Raid viele Mechaniken sehr an alte Raids erinnern. Zum Beispiel dieses Schleichen bei den Hunden erinnert so ein bisschen an die Arteon-Phase. Ne? An die Orakel. Ja. Die Orakel. Wie heißt sie? Weiß schon, welche ich meine. Gorgon. Genau. Ja, dann hast du im Zirkus das mit dem Laufen. Es erinnert so ein bisschen an die Läuferphase, Hexen. An die Hexen. Genau. Ja. Ja, diverse andere noch. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem das sicherlich auch noch ein, was da ähnlich ist. Ich finde aber viel wichtiger, dass die den Raid auf Teamplay ausgelegt haben. Du kannst heute keinen mehr einfach so durchziehen, wie es jetzt bei Crota war. Gibst dem Raketenwerfer in die Hand, baller drauf, den Rest machen wir. Jetzt muss jeder irgendwas machen und er muss wissen, was er tut. Das ist halt wichtig. Das finde ich auch cool. Das finde ich als jemand, der sehr gerne PvE spielt, finde ich sehr, sehr wichtig. Du kannst den Raid auch nicht mehr solo machen, das finde ich auch sehr wichtig. Weil Bungie hatte ja immer die Probleme, dass man alles solo machen kann. So, du konntest ja sogar Axis am Ende solo machen mit dem Kanonenglitch. So, das war mir sehr wichtig, dass endlich mal ein Raid rauskommt, den man nicht mehr solo machen kann, wo du unbedingt ein Team brauchst. Und das ist aber auch das große Problem. Was heißt Problem? Das ist das Coole jetzt. Du brauchst ein eingespieltes Team, um diesen Raid zu laufen. Du kannst nicht mit 5 Facebook-Randys einfach sagen, ja, ich habe den Raid noch nie gemacht, aber wir machen den schon. Das geht nicht so einfach. Dann sitzt du deine 6-7 Stunden an diesem Raid. Klar, wenn du mit einem eingespielten Team da durchläufst, dann läufst du eine halbe Stunde bis Stunde, bist du durch, ohne Probleme. Gehst 1-2 Mal wipen, alles in Ordnung. Aber wenn du es mit Randys machst, oder wenn du, sagen wir mal, 4 gute, 2, die das noch nie gemacht haben, oder nur 1-2 Mal, du brauchst deine Zeit. Ja. Ja. Was ich dann aber kritisiere, also ich finde es gut, dass sie es so aufgebaut haben, dass es alle braucht. Was ich dann aber kritisiere, ist die Drop Rate vom Loot. Kommt dazu, weil absolut unnötig. Wenn die Leute sich so abrackern müssen und jeder genau wissen muss, was er tut, und du dann von dieser verdammten Truhe stehst und diese Tokens kriegst. Und die Tokens erst dann einlösen kannst, wenn du Kallus getötet hast. Also das heißt, du könntest als Feierabendhüter spielst du 5-mal in der Woche den Raid. Du kannst aber nie Kallus töten. Dann hast du zig von diesen verdammten Tokens, die du nicht einlösen kannst, weil du Kallus nicht umgelegt hast. Und das ist halt einfach, das ist dumm. Entschuldigung, dass ich sage, es ist dumm. Ja, das ist richtig. Weil sie dieses Tokensystem eingebaut haben, damit die Leute, die nicht so gut sind, trotzdem was kriegen, das dann richtig. Aber an Kallus gebunden haben, was total stupid ist. Eigentlich müsste dieser Händler dauerhaft da sein. Du müsst einfach da sein. Also genau. Du kannst. Du solltest eine Phase machen können, das machst du halt 5-mal die Woche, dann hast du deinen Token zusammen, kannst es einlösen und gut ist. Genau. Das müsste drin sein. Aber fällt mir gerade noch so ein Stichwort ein. Ich habe einen ganz interessanten Artikel bei meinem MMO gelesen. Glaube ich nicht. Zum Thema Langzeitmotivation. Ja. Die ist schon weg. Irgendwie schon, ne? Also für die viel gespielt haben, und ich meine nicht die erste Woche Urlaub hatten und da durchgesuchtet haben, wie die Geistesgestörten, aber im Vergleich zu Destiny 1 ist das, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied. Du hast früher Waffen gefarmt, um den perfekten Roll zu kriegen. Fällt jetzt weg. Jede Waffe ist gleich. Du hast, ja, aber dafür gibt es auch Pro und Contra, wie ich persönlich finde. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Wir machen es ab. Geld, ja. Wir machen es ab. Also bei mir ist es, ich kann nur von mir reden. Und bei mir, mich hatte Destiny 1 von Anfang bis Ende echt gefesselt. Nachher zum Ende natürlich ein bisschen weniger, klar, weil du hast alles 150.000 Mal durch. Aber bei Destiny 2,
ich finde nach wie vor alles relativ cool. Und auch mal eine Stunde zu zocken und ein paar Events abzufarmen oder mal eine Runde PvP zu spielen. Keine Frage, alles gut. Aber dieses Grinden nach einer Waffe, da sich dran aufzuhalten und festzubeißen und auch was Xur mitbringt. Damals in Destiny 1, Entschuldigung, dass ich jetzt da so ein bisschen nostalgisch werde, musstest du erstmal diese scheiß seltsamen Münzen farmen und zusammen haben, bis du dir bei dem was kaufen konntest. Jetzt hast du die Bruchstücke. Mega easy, kann jeder. So, und das ist, ich weiß es nicht, es ist alles ein bisschen einfach. Was ich aber wiederum gut finde, Entschuldigung, will den Gedanken noch schnell zu Ende bringen, Natürlich. ist, dass die Clan-Mitglieder für dich auch mächtigen Loot organisieren können, wie durch Raid-Abschlüsse und so weiter. Das ist wieder das Teambuilding, was ich wieder gut finde. Sind zwei Paar Schuhe, ist mir klar, aber das finde ich wieder interessant. Jetzt seid ihr dran, bitte. Nochmal zu, ich möchte nochmal zurück zu den Rüstungen. Ich sehe das genauso wie Nexus. Rüstung hat gar keinen Wert mehr, ist einfach nur noch schön und ja, das war's. Was jetzt Pro und Contra ist, ist, du kannst innerhalb von, sagen wir mal, 2, 3 Wochen kannst du die komplette Rüstung haben. Ne? Du siehst super geil aus, machst den perfekten Shader aus und bist glücklich. Was mir aber fehlt, ist Destiny 1, Artheon ist gerade rausgekommen. Boah, ich brauche 5 Jahre, bis ich endlich diese verdammten Schuhe bekomme. Das fehlt mir. Das ist diese Motivation. Ich meine, du spielst 2, 3 Mal den Raid jetzt und hast einfach alles aus diesem Raid. Du hast die Rüstung, du hast fast alle Waffen. Wo bleibt da die Motivation? So, das fehlt einem. Das ist so. Es ist benutzerfreundlicher geworden. Also Ja, es ist casual-freundlicher geworden. korrekt. Ich glaube, dass Activision und Bungie eine neue Marketingschiene fahren. Ja, daran ist es Dass dran. sie Ja, natürlich. sagen, wir erstellen dieses Spiel jetzt für Feierabendhüter, damit erreichen wir eine wesentlich größere Zielgruppe. Ich habe das Richtig. erst kürzlich mit anderen Streamern bereits diskutiert. Von da habe ich die Info, also die Grundidee auch. Das hat mehr Potenzial, weil sie erreichen dadurch mehr Leute und wir alten Hasen als Destiny 1-Spieler, wir Veteranen von Destiny 1, wir kommen da etwas zu kurz. Die Hardcore-Zocker werden da etwas vernachlässigt. Sie haben da keinen guten Mittelweg gefunden, finde ich. Ja. Hätten sie besser ma managen müssen. Das fängt an bei den Waffen, die keine Random Drops mehr drauf haben, sondern dass einfach alles das Gleiche ist. Wenn ich eine Waffe doppelt habe, wird die eine einfach zerlegt, da muss ich gar nicht mehr drauf gucken. Das hat früher für langes Grinden gesorgt. Denken wir an die Malok-Zeit von Destiny Oh 1. ja, absolut. Oh ja. Wie wurde die Dämmerung da gespielt? Ich glaube, noch nie so viele Hüter haben eine Dämmerung Ja, das ist gespielt zur richtig, das ist gleichen richtig. Zeit. Ja. Ja, oder Das Imago-Schleife, genauso. korrekt, oder Ja. Aeas Luna auch Ja. im PvP. Also das war für Hardcore-Zocker ein Ziel und das war ein befriedigendes Gefühl, wenn du die Waffe endlich gekriegt hast mit Aeas Luna mit versteckter Hand. Dieser Aim Assist, den du dann im PvP hast, dieses Gefühl oder die Malok mit der maximalen Stabilität und guter Nachladezeit. Das war so eine Langzeitmotivation, die sie sich selber jetzt genommen haben mit der neuen Marketingschiene, die sie fahren. Wo die Reise hingeht, kann man schlussendlich noch nicht sagen, stehen ja noch DLCs an. Aber Und das auch, aber, ist Stand der ja, Dinge für mich. auch das, was du gerade sagst, das Farm und so weiter, das hat die Hardcore-Gamer, und Hardcore meine ich jetzt nicht im Sinne von, nicht 24/7, alle sind also einfach. Busfahrer, so, weißt du, die 15 Stunden am Stück in einem Raid drin hängen, weil die was machen wollen, was sonst keiner macht. Es ist cool, um Gottes Willen. Ich gehöre nicht dazu. Hardcore meine ich im Sinne von genereller Zeiteinsatz. Ja, Ja, also nicht 15 Stunden, sondern es gab. Ich habe es heute schon mal erzählt, es gab irgendwann während Destiny 1, ja 2 oder sowas, gab es mal offizielle Zahlen, wie viele Stunden der durchschnittliche Spieler täglich Destiny spielt. Im Schnitt. Und das waren 3 Stunden, was immens viel ist. Das ist immens viel. So, stell dir mal vor, du spielst jetzt von deinen 3 Stunden am Tag, 21 Stunden die Woche, die ganze Zeit Schmelztiegel, weil du eine Aeas Luna haben willst, mit einem guten Roll. Und kriegst sie nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Und du kriegst die einfach nicht zum Droppen. Mir ging es so mit der Imago-Schleife zum Beispiel. Luna ging so, ich hatte leider keine mit. Irgendwas war anders. Es war nicht ganz genau, wie ich es haben wollte. Und ich fand das sicherlich, einerseits war das Ansporn, aber ich bin da vielleicht, ich habe da eine relativ niedrige Frustrationsschwelle, das betone ich zumindest des Öfteren. Aber irgendwann geht es mir auf den Sack, weil ich nicht das kriege, für was ich eigentlich die ganze Zeit grinde. Und dahingehend finde ich das jetzige System relativ gut. Das ist halt, du Ja, dann sagtest eben, brauchst du für aber eine manche Leute größere da, ich Waffenvielfalt. weiß, was ja, du na, ja meinst. natürlich, da bräuchtest du einen größeren Pool im Allgemeinen. Ja, Aber du. so hat jeder die gleichen Chancen. So hat jeder die gleichen Chancen. Nicht nur dieses 1%, das das Glück hatte, eine God Roll Luna zu kriegen, räumt jetzt den ganzen Schmelztiegel auf. Nee, jeder hat meinetwegen eine Better Devil.
oder eine Mini da. PvP gesehen ist ne? Das mega cool, das stimmt, ja. Das ist fair. Ja, und aber für PvE gesehen ist es letztlich völlig Pups. Aber es, ja, aber es beschränkt sich doch. PvE kannst du mit jeder Waffe spielen, wo du Bock drauf hast. Es beschränkt ja, und wenn sich dir doch, nur gefällt, wie die, weiß ich nicht, wie du die nach, ja. wie die Nachladeanimation aussieht oder so. Das ist ja spielt ja keine Geil. Ja. Aber ja. Ich finde es so grundsätzlich fair für alle. Aber natürlich fehlt der Reiz, irgendwie länger was auszugrinden. Keine Frage. Aber was diese Fixed Roles angeht, auch da muss ich zugeben, das ist mega unbefriedigend für mich persönlich. Auch da habe ich nicht eine Meinung zu, weil ich da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil es gibt sowohl positive Aspekte als auch negative daran. Und ehrlich gesagt, habe ich noch nicht für mich rausgefunden, was schwerer wiegt. Mhm. Du hast im Prinzip 10 Waffen, die du im PvP oder PvE nutzen kannst. So, gleichermaßen. Du hast unglaublich schnell eine Meta rauskristallisiert. Da fehlt mir die Mida Waffenvariation. Ne? Ja, ja, klar, Mida haben sie mit reingebracht. Spielt auch jeder, weil er sie kennt und weil er weiß, wie man damit spielen muss. Das, glaube ich, ist aber auch ein bisschen die Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und du siehst Mida, alles klar, kenne ich aus Destiny 1, spiele ich. Die ist auch stark, keine Frage. Und man kommt leicht ran. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Das ist der springendste Punkt, dass du leicht an die Waffe rankommst. Ja. Ja. Es ist nicht so, dass du warten musst, den Glück haben brauchst für einen entsprechenden Job, sondern jeder kann sich die holen. Dreimal, einmal auf 280, einmal auf 295 und zum Schluss auf 305, alles schön. Oder so. Das ist halt, weiß ich nicht. Das ist, dieses 305, das ist wieder ein Aspekt, den ich eigentlich kritisieren muss, weil du kommst ohne den Endgame-Content, und das wäre jetzt für mich der Raid oder Prüfungen der 9, kommst du auf 305. Ich meine, wir Busfahrer, wenn ich das jetzt so sagen kann, wir waren nach 3-4 Tagen, waren 3-4 Mann von uns auf 305. Und das war ohne, dass der Raid rausgekommen ist, ohne dass Prüfungen der 9, alleine nur durch Story, sage ich mal, nur durch ein bisschen Meilensteine grinden. Und in Form von Public Events, ja. Ja, genau, das kann eigentlich nicht sein. Also das ist zu einfach. Das kann, also gut, es kann jeder kann das erreichen, auch die ganzen Casuals, die, sage ich mal, nur eine Stunde am Tag, wenn überhaupt, zocken. Gut, die brauchen länger, aber die können das erreichen. Das ist cool, aber für uns, für euch Streamer, für uns Suchtis, ich meine, ich habe jetzt schon lange bei den Destiny, bin ich ganz ehrlich. Ja, es wird schwierig. Also, ich ja, danke schön. Ich muss hier sagen, Destiny 2 guckt da sehr gut auf die Feierabendhüter, auf Familienväter oder Mütter, die halt einfach bei Gott nicht so viel Zeit haben. Und das ist auch gut, dass es vereinfacht wird. Keine Frage, das sind positive Entwicklungen. Aber ich wünsche mir für die Hardcore-Spieler, für Streamer und YouTuber, für Leute, die das Spiel lieben und die eigentlich auch gerne nur dieses Spiel spielen möchten, ist zu wenig. Da ist zu wenig. Da hätten sie noch irgendwas einbauen müssen, irgendwie eine Finesse, eine Mechanik, bestimmte Waffen, Rüstungen, ein Ziel für die Hardcore-Spieler. Und das fehlt mir halt ein bisschen. Ich freue mich für Feierabendhüter. Ist Destiny 2 ein gutes Spiel? Haben das gut umgesetzt? Es ist vereinfacht, es ist angenehmer geworden. Aber eben für Busfahrer oder Streamer oder mich, also im allgemeinen YouTuber-Streamer, Ist hart. Drei Wochen, 4 Wochen und wir stehen schon da. Ja, ich bin YouTuber, ich mache jetzt viele Reviews, wenn mein Kanal verfolgt weiß, es gibt okay, Exo-Reviews bei Exo läuft. Aber was machen andere? Was macht ein Streamer? Demnächst kannst du das, was du bislang jetzt in einer Woche machst, oder zumindest in weniger als einer Woche, weil, ne, ich meine, Endgame, machst du zweimal, weil die PC-Version rauskommt. Ich freue mich drauf. Ich werde auf beiden Plattformen unterwegs sein. Das ist kein Scheiß. Ich habe immer noch Spaß in Destiny 2. Keiner meiner Chars ist 305, weil es mir Rille ist. Es ist mir wirklich egal. Und wenn ich, und von wegen, ja, es gibt ja nichts zu tun, dann sehe ich hier einen Kommentar von wegen, Fraktionskriege nach einem Tag ausgelutscht. Da muss ich dann halt mal kurz fragen, wie du das gemacht hast, ehrlich gesagt. Mit Sicherheit nicht durch Public Events, mit Sicherheit nicht durch Strikes oder den Raid oder sonst irgendwas, sondern eher damit, dass du das Rein-Raus-Spielchen bei Dead Sectors gespielt hast. Ja. Und da muss ich halt sagen, einerseits beschweren sich die Leute, dass sie nichts zu tun haben, und andererseits, wenn irgendwas Neues rauskommt, versuchen sie ihr Tunlichstes, um so schnell wie möglich nichts mehr zu tun zu haben. Und das ist halt dämlich. Und dann, dann wird sich doch, so. Ja, aber dann wird sich halt trotzdem beschwert. So, und ich als Streamer, ich meine, wir streamen ja alle, ich muss mir dann am Tag irgendwie 50 Mal anhören, ja, es gibt nichts zu tun.
Und irgendwann platzt mir der Kragen. Und da habe ich gestern erstmal irgendwie so einen dreiviertelstündigen Monolog gehalten, weil mir diese Attitüde so dermaßen auf den Sack geht. Oder so Sprüche wie, ja, ich habe große Erwartungen gehabt und jetzt ist alles scheiße. Ja, Freunde, das liegt ja dann wohl eher an deinen Erwartungen, right? Und ich muss sagen, ich hab das so ein bisschen über, was Sprüche dieser Art angeht, weil in der Regel die Kritik wenig sachlich ist. Sondern der Raid ist so einfach, Punkt. Ja. Das ich höre das halt. Das ist jetzt keine sachliche Kritik, ja, oder es gibt nichts zu tun, Punkt. Du hörst es halt immer nur von einer gewissen Gruppe. Ja, natürlich. Einer gewissen Zielgruppe. Deswegen betone ich hier auch schon zum 50. Mal eben Feierabendhüter, die können das einfach genießen. Es ist ein Mods auf einem hohen Level, absolut. Ja, aber schau mal, andere werden. Die bringen halt die Kohle. Also ich meine, man kann sich darüber beschweren, dass das Spiel casual-lastiger geworden ist, was vermutlich bei jedem Spiel, das eine längere Lebenszeit hat als ein Jahr, behauptet wird. Davon gehe ich schlichtweg aus. Die Casuals bringen die Kohle. Nicht die alleine das Everversum, dass das schon von Anfang an dabei sind, da lacht Activision und Bungie. Die freuen sich da richtig. Ich fand's witzig. Ja, ich lasse dich kurz ausreden, sorry. Aus Unternehmersicht, Bungie, Activision, die haben 100% alles richtig gemacht. Ja, natürlich. Ja klar, also, wenn du eine Firma bist, die Geld verdienen will, dann gehst du die breite Masse an und dann hast du keinen Fokus auf die Hardcore-Zocker. So funktionieren Firmen. Ist klar. So funktionieren Firmen, die sind auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Aber ich greife das gerne nochmal auf, was Nexos sagte, und da bin ich bei ihm. Du musst deine Stammkunden auch zufriedenstellen. Und im Moment merkt man halt, dass diese Langzeitmotivation bei den Stammkunden, und das sind die bei Destiny 1 schon früh dabei waren und immer noch dabei sind, die musst du auch bedienen. Und da kannst du nicht nur Mainstream produzieren. Ich bin sehr gespannt, was in der Zukunft kommt und wie die Content-Frequenz sein wird in den nächsten Wochen und Monaten. Denn jetzt weiß ich, dass einige, und da zähle ich die Busfahrer dazu, die Hüterakademie und alle, die im PvE stark sind, die scharren mit den Hufen, dass der Hard-Mode rauskommt. Dass man da vielleicht was nochmal gefordert wird. Aber alles andere ist echt Beschäftigungstherapie im Moment. Macht trotzdem Spaß. Also mir machen die öffentlichen Events auch Spaß. Gar keine Frage. Du hast immer so ein bisschen das Kribbeln in den Fingern. Kriegst du noch ein Exo, was du noch nicht hast und so weiter und so fort. Ja, aber so der richtige Motivationsschub fehlt mir aktuell schon. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich lese halt so den Chat mit und ich lese andere Chats mit und so weiter und von wegen, ja, ich verstehe gar nicht, was habt ihr eigentlich in Destiny 2 gemacht? Ich meine jetzt nicht euch hier in der Party, sondern euch zu Hause. Was habt ihr eigentlich in Destiny 2 in Destiny 1 gemacht am Ende? Was gab es denn da an Endgame-Activity? Das ganze Wochenende Osiris gesuchtet, die Story war eh schon völlig egal, weil das hat man vor 2 Jahren mal gemacht, das juckt ja keinen Schwanz mehr. Du hast jedes Exo, weil es gab Three of Coins, bla bla bla. So, und jetzt beschweren sich die Leute, es gibt nichts zu tun. Ja, du hast damals und hast du noch Waffen gefahren. Wir sind aber gerade in Vanilla D2. Fairerweise müsste man Vanilla D2 mit Vanilla D1 vergleichen, wie ich persönlich finde, aber gut. Denn dass es DLCs-Policies gibt, das ist ja nichts Neues. Ja, natürlich willst du so ein Game so weit wie möglich strecken, ist klar. Und du willst weiterhin Geld verdienen. Man kann sich über das Everversum aufregen, kann ich verstehen. Man kann es aber auch lassen und schlichtweg kein Echtgeld irgendwie in die Hand nehmen. Also ich habe in der Tat das Gefühl, dass bisweilen einfach nur Gründe gesucht werden, sich aufzuregen. Und damit meine ich jetzt keinen hier aus der Party, um Gottes Willen. Also fühlt euch da bitte nicht angegriffen. Aber ich höre den immer gleichen Scheiß immer wieder. Und selten wird sich selten wird sich gefreut. Das finde ich sehr schade. Freu dich mal jetzt, komm. Lass uns mal hier einen Cut machen. Wir haben genug Negativität, ne? Wir haben das jetzt alles durchdiskutiert. Zurück zum Raid. Ich habe nichts gegen sachliche Kritik, by the way. Nein, ach Quatsch. Also okay, welche Phase fandet ihr am geilsten, die am meisten Spaß gemacht hat? Lust oder die euch am meisten Spaß macht? Scherz. Echt nicht? Scherz. Ich fand das Casino cool, muss ich sagen. Zirkus, sorry. Ich fand, Casino. Ihr lacht mich aus. Aber ich finde die Zwischenräume finde ich eigentlich viel geiler, wenn du da richtig Dampf ablassen kannst und richtig Ballerei hast. Da hast du richtig Action, da kommen sie von überall, da hast du richtig was zu tun. Da kannst du nochmal so deinen Urinstinkt eines Ballerspiels ausleben. Das finde ich geil, diese Zwischenräume. Aber ansonsten, wenn du mich nach den reinen Phasen fragst, finde ich Carlos ziemlich geil, weil wir uns da unglaublich festgebissen haben
Und als ihr uns dann mal eine andere Taktik gezeigt habt und wir gesehen haben, wie einfach es gehen kann, mit ein bisschen anderer Taktik und vielleicht dem einen oder anderen Kniff, fand ich das schon cool. Also ich finde auch geil, wie der da sitzt und du schießt ihm da der sein Oh, der Kelch Kelch, ne? außerhalb, Oh, ping, das ist so und geil. das ist so, Allein dieses Ping, das hätte ich allein gerne dieses als Geräusch, genau, WhatsApp-Signal dieses Geräusch teilchen ist oder cool. sowas, So aber ey, gut ist das mein ist, neuer SMS-Klingelton. ja, genau. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Ich fand auch, wie gesagt, den Raid in Summe, da sagt das, gefällt ist das eine Meinung, Punkt einen aus. Und, um mal ganz kurz, ach nee, Moment, du hast Q noch nicht. Ja. Doch, Zirkus. Zirkus, Nexus? Ich habe noch nichts gesagt. Bei mir war Genau. es der Blackjack-Tisch. Nein, die Hunde. Ich Das fand bist du. Echt erstaunlicherweise jetzt? die Hunde echt gut. Doch, Oh, bis Spalter. auf das es ein bisschen buggy ist, dass ein Hund zweimal einfach mal in die Safety Zone reinrennt und so. Aber hey, ist ein Süßer, man kann streicheln und wieder rauswerfen. Ja, mit dem Nein, Raketenwerfer. ich stehe aber auch auf Schleichen. Ich finde so Schleichspiele auch ganz Ah, cool. ja, Vielleicht hat okay. es deswegen die Ja, Tendenz dazu. dann passt das, ja, dann passt das. Aber die ganze Noch. Atmosphäre im Raid finde ich auch Ja. ziemlich cool. Das ist mal ganz Großartig. was anderes. Es ist nicht charlastig, so wie es bei Crota und bei Oryx war. Die Siva-Geschichte fand ich auch super spannend. Arteon, naja gut, ich mag die Vex nicht, deshalb fand ich Arteon den Raid zwar gut, aber ist nicht mein persönliches Highlight gewesen. Aber der hier, den finde ich schon Ich finde das schön, stimmig. dass es zur Abwechslung mal hell ist und du nicht in so einem Ja, Loch bist. das kommt Ich auch finde das Design noch. auch geil. Es Also ist ich hell, muss es ist sagen, pompös, das ist irgendwie cool. es ist mega gut gemacht vom Design her. Also wenn du da landest, nur schon mal anfangen und du guckst da hoch mit dieser riesigen Ja, Stadt oben, das ist also es ist überragend. sehr eindrücklich gemacht vom Aussehen her. Das hat Ob mich das so eine selber ein. Cutscene hast, Ja. wenn du reinfliegst, so, das ist Genau. schon. Also optisch 1A, auch wie es gesamt aufgebaut ist, mit außen schöner Schein, innen totale Mechanik. Also auch dieser drastische Welten zwischendrin, wo du siehst, gegen außen sieht alles gut aus, aber ein bisschen wie im Römischen Reich, ne, im Untergrund die Sklaven und dann halt oben pompös und Pipapo. Das Ja, ist ja auch an das Pipapo, Römische ja. Reich Ja, gedockt, eigentlich ja, vom ja. Aufbau her. Alles Gold, alles glänzend, alles schön, sieht optisch einfach echt, also sieht gut aus. Und Auf jeden Fall. ja, bei einem Andy Edition war ich auch schon im Stream, als er den Raid gemacht hat, und da merkst du, dieser Mensch geht mit einer ganz anderen Leidenschaft da rein. Der guckt sich um, guckt die ganzen Gravuren an und so, und der lebt dann den Raid. Der spielt ihn nicht, der lebt ihn in diesem Moment. Und Leute, die für das einen Flair haben, die fühlen sich da sicher super wohl. Was ich überragend fand, und da habe ich mich totgelacht. Ich habe, also mein Team und ich, wir haben den Raid am ersten Tag nicht komplett standing gemacht. Wir mussten um 12 Uhr aufhören wegen Arbeiten und Pipapo. Habe aber dann Pipapo in ist das Wort Streams. des Streams heute, habe ich so den Eindruck. Ja, okay. Nein, ich hab dann meinen anderen Jungs zugeguckt und als sie dann beim Boss waren und dann diese Cutscene, wie dieser Fettsack da saß mit seinem Kelch in der Hand, ey, ich habe mich erstmal totgelacht. Das war so cool einfach. Also, dass sie sowas da eingebaut haben, überragend, muss man nur sagen. Also, Kennt ihr die Serie mit den Dinosauriern? ja. Er sieht für mich wie eine erwachsene Version des Babys aus. Das Gibt Baby es? ist Oh es. ja, Das stimmt, stimmt. das stimmt. Ah, Aber nein. nicht Ja, die genau. Mama, nicht die Mama. Ja, er sieht für mich einfach aus wie, das ist, der hat Karriere gemacht, von der Fernsehserie dann einfach ins Ja, Spiel rein. genauso Ganz wie genau, Gaul ganz genau. aussieht wie eine Mischung aus Freddy Krueger und Bane von Batman. Also Ja, irgendwie. den hat's nicht so gut Masken darin. nicht so gut gedingst, ja, ist richtig. Aber gebe ich vollkommen recht beim Raid. Aber kommen wir nochmal. Den Raid, den haben wir jetzt, denke ich, recht ausführlich behandelt. Wenn ihr da noch Anmerkungen habt, legt los. Ich würde dann sonst ganz gerne mal so auf dieses wöchentliche Programm bei Destiny in PvE zu Ich habe noch sprechen. eine Idee. Ja, Eine gerne. Idee, ein Schieß los. Abschlusswort. Ja, Centuri hat es genau. vorhin geschrieben im Chat. Ich hab mein Auge da noch halb drauf. Das eine, das andere zu euch. Und zwar, er würde gerne Raid-Rüstung kaufen können. Und da ist mir spontan die Idee gekommen, warum eigentlich nicht? Du könntest nämlich, dein großer Kritikpunkt war ja war vorhin ja, dieses endlos lange Spielen und hoffen, dass du die Waffe kriegst oder die Rüstung kriegst und dann enttäuscht sein, sie nicht zu kriegen. Was ist, wenn du das nicht einfach an diese Coins oder an diese Token bindest und du dann eine hohe Summe festlegst? Also 200 Tokens oder 100 Tokens für einen Rüstungsgegenstand. Dann, du hast ein Ziel vor Augen, es dauert lange, aber du kriegst es schlussendlich. Und da hast du vielleicht nur eine Stunde Zeit oder zwei pro Abend und dann spielst du halt dementsprechend viele Stunden am Abend, aber den Loot, den kriegst du am Ende. Das heißt, er ist immer erreichbar, nur das Spiel wird langlebiger gestaltet. Ja,
Ich weiß nicht, ob das nicht dann den umgekehrten Effekt hat für Leute, die eben nicht so viel Zeit haben oder vielleicht auch, die den Raid grundsätzlich als zu schwer empfinden. Stellt sich heraus, so Leute gibt es für die Leute im Chat, die der Meinung sind. Nun, ich weiß nicht, ob du da den Knochen nicht... Das ist halt die Frage, weißt du, weil du zeigst ihnen so den Knochen und wie viel Token machst du pro Raid, pro kompletten Raid? Wie viel sind's? Oh, weiß ich nicht. 26? Also ich bin jetzt bei 300 insgesamt, ohne dass ich viel eingelöst habe nach 3 Wochen. Mhm. Ja, ich glaube aber, es sind irgendwas 24, 26, irgendwas die Ecke, unter 30, glaube ich. Mhm. Und für jemanden, der vielleicht weniger gut organisiert ist, ja, der vielleicht nicht in einem Clan ist, sondern in einem kleinen Clan, die kommen aber nicht so wirklich zusammen, ich würde das mal als Alltagsproblem bezeichnen. Für die, ich weiß nicht, ob das... Ich habe da keine Ahnung von und Gott sei Dank habe ich nichts zu entscheiden. Da bin ich sehr dankbar für. Ist weil schwierig. Weil dann hat keiner vor, mich zu lynchen. Grundsätzlich. das ist eine coole Sache. Nicht lynchen ist gut. Ich weiß halt nicht, ob sich manche Leute da nicht so denken, ja, wisst ihr Bungie, ey, ihr zeigt mir den Finger, dann kriegt er meinen auch. Wie soll ich denn 200 Token? Anzahl X ist jetzt erstmal egal, ne? Anzahl X. Wie soll ich die denn jetzt zusammenkriegen? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's nicht mal durch die scheiß Hundephase geschafft und ihr wollt 200 Token von mir haben? So, weißt du, ich weiß nicht, ob das nicht sogar im Umkehrschluss demotivierend wirken könnte. Könnte sein, aber ich finde es halt auf der anderen Seite eben genauso demotivierend wie vielleicht kriege ich es nicht und dann hast du es mit Mühe und Not geschafft. Dann kriegst du trotzdem wieder nichts, ne? Also beim einen hast du halt, also ja, es hat Sonne und Schatten, ne? Ja, also helle Seite und dunkle Seite. Ja. Ich glaube, ein Versuch wäre es wert, weil du halt einfach ein effektives Ziel vor Augen hast. Da kann ich drauf hinarbeiten. Und bei diesem vielleicht kriege ich es nicht, hast du halt kein effektives Ziel vor Augen. Weil im schlimmsten Fall und im allerschlimmsten Fall könnte ich auch den Raid zigtausendmal machen und ich kriege die Brust nie, weil ich einfach Pech habe. Ja. Richtig. Wäre richtig. Möglich. Richtig. Wäre ist möglich. Aber so wie früher im Prinzip. Also Arteon Jahr 1. Nix an Springer. Ja. Krota. Zum Beispiel, Krota, ja. Der Warcrux. Ja, Krux, genau. Krux von Krota. Ich hab den Krux erst mit dem nächsten Add-on gekriegt. Boah, ja, ich auch. Ich auch. Und dann konnte ich nicht mal ein Video machen. YouTuber und Streamer und ich konnte nicht mal ein Video machen, weil ich den Krux nicht gekriegt habe. Ne? Also ist horrible. Ja, zum Glück ist noch was aus dir geworden, Nexus. Also mal. Ja, ich sag nicht an den Krux, denke ich. Passt. Ja, früher. Danke. Aber was mich noch interessiert, wäre mal eure Meinung zu den wöchentlichen Aktivitäten. Wir nennen sie Flashpoints, Meilensteine. Ich finde, da hat Bungie ein bisschen was gemacht. Beutezügen, die du früher im Turm holen konntest, Weekly Bounties und so. Kannst jetzt, oder du hast Option, mächtige Ausrüstungsgegenstände zu bekommen, wenn du von allem ein bisschen spielst, ohne dass du da wirklich ewig Stunden verbringen musst, ist er auch gewissermaßen casual-freundlich, oder? Was die Flashpoint-Geschichte casual-freundlich? Ja. Ja. Finde ich. Ich finde, das ist eine, an sich ist das eine sehr gute Idee. Jetzt hast du nicht mehr den Dämmerungsstrike, den heroischen Strike und dann sagen wir mal vielleicht die Daily Mission, die du machen musst, kannst. Und dann noch den PvP, diese 2-3 PvP-Runden wie in Destiny 1, sondern jetzt hast du halt ja eine längere Phase, wo du mal, sagen wir mal, du machst 5 öffentliche Events, dann gehst du mal wieder 5 bis 8 Runden in den PvP. Du hast halt wieder einen Mix, der auch Sinn ergibt am Ende, der auch coolen Loot gibt. Der bringt dich nach oben. Definitiv. Also ein Power-Level, an sich ist das eine super Idee. Ja. Und sind wir mal ehrlich, die Bounties hat keiner gemacht am Ende. Also die hat man am Anfang gemacht, um zu leveln, um auf Level 20 zu kommen, um seine Rüstung zu leveln. Ja. Ja, und danach hat das keiner mehr gemacht, ne? Hat sich alles. Ganz am Anfang noch wegen der Exo, die man da rauskriegen kann. Genau, genau. Oh, richtig, richtig, genau. Ah ja, das war da, noch da haben sich, das, ich noch. Ich habe mir das gestern noch kurz vorm Schlafen gehen, habe ich mir das noch überlegt. Na, die besten Ideen, kurz vorm Schlafen, an dem Duschen und das Dritte sage ich jetzt nicht. Ich weiß, was du meinst. Im Sitzungssaal? Nennen wir es Sitzungssaal. Genau, richtig. sie haben sich da wieder dieses Langzeitdings weggeschnitten. Ja. Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen wirklich intensiv damit, weil sie die Stammkunden, und da fallen halt YouTuber und Streamer wirklich rein, dass mich, also für mich als Streamer ist eine Existenzgrundlage. Gut, ich kann auch auf andere Sachen wechseln, aber ich mag das Spiel. Einfach spielt sich herrlich, tolles Gunplay, tolles Gameplay. Raid ist eigentlich eben auch gut.
die haben sich da wieder mit diesen Exo-Sachen, die man damals mit dem Suchten der Beutezüge holen konnte, wieder weggenommen. Diese Langfristigkeit haben sie wieder ein bisschen entfernt. Für die Feierabendhüter, und das wird die Mehrheit sein, ist es super gemacht. Aber eben, die alte Leier gerade wieder. Ist etwas schade teilweise. Mhm. Gut, aber eben, ich stimme euch zu, Meilensteine, alles schön simpel strukturiert gemacht, man weiß, was man zu tun hat, wo man hingehen muss. Man muss die Dämmerung nicht mehr unbedingt auf dem allerschwierigsten Grad abschließen, man kann es auch auf dem 1 einfacher machen, kriegt trotzdem seine Sachen. Ist toll gemacht für Feierabendhüter. Finde ich auch gut, ist wichtig, ist der richtige Schritt von Destiny 2. Im Großen und Ganzen rundum eigentlich okay. Ganz kurz, Flying Soldier gerade schreibt oder fragt, wisst ihr überhaupt, wann der Hardrate rauskommt? Wenn es einer weiß, dann die Busfahrer oder Nexus, right? Ich weiß von nix. Ich auch nicht. Gibt es ein Datum? Gibt es einen Termin oder der Challenge Mode vielmehr? Soweit ich informiert bin, sind noch keine Infos raus. Nee, keine Ahnung, gar nichts. Ich weiß nur, dass Eisenbahner kommen soll, das war's. Nächsten Monat, ja. Also nächsten Monat erst, das ist gut, weil ich bin jetzt erstmal 2 Wochen im Urlaub und ich würde Eisenbahner schon ganz gerne spielen. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt dieses Event hatten mit den Tokens, mit den Fraktionen, dann machen sie eine Woche oder 2 Pause und dann Eisenbahner, damit das schön ein bisschen zieht. Ja. Luffy, welchen Dienstag meinst du denn? Weil er schreibt jetzt gerade rein, Dienstag kommt der Heartrate. Aber Dienstag ohne Datum, alles klar. Dafür habe ich verstanden. Okay. Tobi wurde das nicht böse gemeint, aber würden wir auch nur auf jeden 8. Kommentar eingehen, dann würden wir nicht vorankommen. Das ist nicht böse gemeint. Du sagst aber das, was wir im Prinzip die ganze Zeit sagen, es gibt nur mal Leute, die kommen nicht dazu, den Raid zu machen oder finden kein Team. Also ich bin da völlig auf deiner Seite, aber nimm uns das nicht krumm, wenn wir nicht jeden Kommentar hier vorlesen können und den in der Runde diskutieren. Das ist nicht persönlich gemeint. Nee, natürlich nicht. Wenn wir was finden, was wir hier gerne aufgreifen und ihr mal Fragen stellt, die wir vielleicht in offener Runde diskutieren können, was jetzt nicht welche Schuhgröße hat Q oder so betrifft, sondern vielleicht was zum Game Pass und vielleicht auch mal die eine oder andere Anregung, Denkanstoß oder sowas gibt, dann sagt ihr bitte Bescheid. meldet euch einfach. PvE ist wirklich ziemlich breit gefächert, finde ich. Die Story alleine ist vielleicht ein bisschen kurz. Fassen wir mal kurz zusammen. Der Raid ist Nicht jedermanns Sache, aber ist alles in allem unterm Strich gelungen, dass die Langzeitmotivation etwas anders ist als bei Destiny 1, haben wir auch besprochen. Ich würde sagen, zu PvE machen wir einen Strich und wenden uns dem zweiten großen Kapitel in Destiny 2 zu. Dem sind wir hier solche PvP-Monster, dass uns der Chat nicht gleich in der Luft zerreißt, wenn wir darüber überhaupt sprechen? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist auch wichtig, als Casual drüber zu reden oder als nicht wahnsinniger Pro, weil das auch den größten Teil der Community ausmacht. Es ist gerade gut, wenn wir nicht die besten Spieler alle zusammen sind im PvP-Bereich. Ehrlich gesagt, gebe ich dir absolut recht. Ja. Und mit diesem einleitenden Satz zerreißt uns jetzt auch niemand. Ja, das finde ich gut. Du bringst es auf den Punkt. Ich bezeichne mich auch immer auch gerne als No-Hand im PvP. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil wenn ich manche Leute sehe, wie die Trials gespielt haben in Destiny 1 oder auch jetzt spielen, im Competitive habe ich nichts verloren. Ich habe einfach da keine Übersicht. Das sehe ich genauso. Aber also Schnellspiel oder allgemein fangen wir an. Wir reduzieren die Teams von 6 gegen 6 auf 4 gegen 4. Eure Meinung dazu? Die würde mich wirklich brennend interessieren. Darf ich anfangen als Nicht-PvP-Spieler? Competitive-lastig. Lastiger ist das. 4 gegen 4. Finde ich cooler. Macht mehr Spaß. Mehr Teamplay. Du hast nicht einen, der sagt, komm, ihr zwei, ihr kommt mal bitte mit. Ich ziehe euch mal durch. Einmal kurz ein ganzes Ticket. Weil ich kenne solche Leute, die ziehen dann 2 Leute durch und dann ist okay. Deswegen finde ich dieses 4 gegen 4 im Competitive-Bereich cooler, macht mehr Spaß. Es gibt mehr Teambildung, finde ich. Finde aber im Schnellspiel, kann man das auch machen, hätten sie aber auch ein 6 gegen 6 hinzufügen sollen. Also dieses 4 gegen 4, das ist mir, was ich da jetzt bis jetzt mitbekommen habe, wir 4 laufen zusammen, holen uns die Mieder, hacken alles weg und fertig. Also ich bin ehrlich, ich habe wenig Spaß im PvP im Schnellspiel. In Osiris hatte ich bis jetzt sehr viel Spaß, obwohl ich in Destiny 1 wenig gezockt habe, weil ich halt nicht so ein guter PvP-Spieler bin. Hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Schnellspiel, null Fun. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ja.
Bei 6 gegen 6 hatte ich den Vorteil, dass immer irgendeiner von der Herde getrennt war, den ich dann vielleicht mal von ja, hinten genau. erschießen, von hinten erschießen konnte. So was, das genau. waren die Alten und die Schwachen. Ja, genau. Ja, es ist halt, viel Pulkerrennen gebe ich dir recht, es ist halt ziemlich Taktik geprägt im Competitive. Da habe ich, ja, habe ich keinen Bezug zu, kann ich nicht. Kann ich vielleicht mit einem starken Team, aber da ich PvP relativ oft alleine mal für ein, zwei Runden spiele, habe ich da schon mal nichts zu suchen. Im Schnellspiel finde ich es halt immer ein bisschen doof, dass Bungie dir sagt, welchen Modus du spielen musst. Das nervt mich persönlich. Das auch. Ja. Das nicht mehr auswählen können. Das bei den Strikes finde ich das auch sehr mühsam. Das ist ein anderer Punkt. Ich vermisse das 6 gegen 6 eigentlich. Ich weiß echt nicht, wie sie sich das vorstellen mit Eisenbanner. Eisenbanner war für mich immer 6 gegen 6. Das hat den Reiz auch ausgemacht. Es waren viele Leute, es war verteilt, es war Kontrolle, es war gut eigentlich. Also die Server, aber das ist eine andere Baustelle. 4 gegen 4 Eisenbanner, ich habe das Gefühl, das wird nicht so rosig, wird nicht so cool, wie es damals war in Destiny 1. Ich finde es ein bisschen Paradoxon in sich, weil sie probieren es für die Casuals, für den Feierabendhüter etwas angenehmer zu gestalten, reduzieren dann aber die Größe. Ja. Und ich glaube, dass das gerade der Umgekehrte, also das ist eigentlich das Falsche, weil eigentlich müssen sie mehr machen, damit auch mehr Spaß haben. Der Casual-Effekt, der geht in die Hose, weil normalerweise geht ein Casual in den PvP, ballert zwei, drei Leute ab und fertig. Jetzt hat er gar keine Chance, wenn er alleine reingeht. Richtig. Kruppi ist notiert, ich finde das eine gute Frage. Ja, Cube, willst du die gerade dazwischen schieben? Ne, ich wollte auch noch was zur PvP erzählen. Ja, gerne. ich finde, als Destiny 2 angekündigt worden ist und so langsam klar wurde, was da passiert und es auf einmal hieß, ja, PvP ist nur noch 4 gegen 4, dachte ich, okay, fein. Warum nicht? Ja, irgendwie die ganzen Schwitzer spielen gerne 4 gegen 4 oder so, keine Ahnung, I don't know. 4 gegen 4 ist ja offenbar so die magische Zahl. Sollen sie machen. Ist kommt das Wumpe. Halo. Und dann dachte ich, ja, genau. Und dann dachte ich mir, na 4 gegen 4 ist vielleicht dann einfach schlichtweg einfacher, Lobbys voll zu kriegen. Easy. Und dann kommt Destiny 2 raus und letztlich stellt sich raus, dass du keine Auswahl mehr der Spielmodi hast. Und da frage ich mich halt, ja, dann hätten wir es aber 6 gegen 6 lassen können, oder? Also finde ich persönlich. Ich finde 4 gegen 4 Schnellspiel ist eine Zumutung. Sicher, ich mache das die ganze Zeit so aus Spaß und der Freude. Aber da wird nur ein Pulk gerannt. Das kann man nicht Bungie vorhalten oder so. Teamshotten war schon immer das Effektivste, was es gab. Das war schon im Vanilla Destiny so. Und jetzt wird sich darüber beschwert, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt wird halt schon im Schnellspiel geschwitzt. So. Obwohl da sollte man eigentlich meinen, ja, da kannst du mal die Füße hochlegen, mal eine andere Waffe ausprobieren oder sowas. Nope. Hab's vergessen. Am angenehmsten lässt sich wirklich spielen, wenn du mit Leuten in der Party bist. Tatsächlich kommt. Das finde ich so angenehm. Ich mag beide Modi. Im Gegensatz zu Vorherrschaft, nicht wahr? Vorherrschaft, weiß ich nicht. Also als Vorherrschaft kam, wirkte Rift auf einmal umso sympathischer. Jetzt haben wir nur noch Vorherrschaft, fein. ich finde Countdown cool. Ich liebe Überleben, Survival. Finde ich super geiler Modus. Und das macht wirklich Spaß, weil da weißt du, wenn du auf Kommen klickst, dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Wenn du auf Schnellspiel klickst, gehe ich immer noch davon aus, ja, ey, ein bisschen Spaß haben, so, weißt du, ein bisschen Blödsinn machen oder so, und ich werde vielleicht nicht gleich für jeden dummen Fehler, den ich mache, was eine Menge sind, irgendwie mit unmittelbarer Härte bestraft. Ja, falsch. Falsch. Um ganz kurz auf die Waffe, auf die Frage einzugehen, die, oh shit, wo ist sie hin? Gerade wurde gefragt, ob das so cool ist mit diesen Tracking-Emblemen, die es ja nun mittlerweile gibt, sowohl für PvP als auch für PvE. Für PvE werden sie keinen interessieren, außer sie sind PvP. Das ist wieder dieser Schwanzvergleich, wenn man das so sagen darf. Ja. Das ist ja ein eingetragenes Markenzeichen, glaube ich. Das passt schon. Eine gute Idee, der falsche Weg, aber. Mir ist es egal. Wenn es jemand interessiert, was ich für eine KD habe, dann wird er mich tracken. So oder so. Richtig. Und wenn ich anderen Leuten meine KD, mittlerweile KAD, ins Gesicht slappen möchte, dann gehe ich einfach in den Twitch-Channel rein und poste meine KAD. Der Destiny Command hilft mir dabei. Das ist alles schon da gewesen. So, das ist alles schon da gewesen. Mich persönlich juckt das nicht die Bohne, muss ich zugeben. Das ist mir völlig Wumpe. Also, ich würde mir so ein Emblem gar nicht ausrüsten. Erstens habe ich eine Scheiß-KD. Und zweitens, weiß ich nicht, sowas macht doch nur Sinn, wenn man wirklich zeigen will,
was man so hat, ne? So, was man für ein geiler Hund ist. Und ich finde, sie machen also ich finde dieses Emblemsystem an sich, ich habe so und so viele Arkus-Kills gemacht, ich habe so und so viele Hammer-Kills gemacht, ich habe die KD, ich habe dies, ich habe das, an sich finde ich das top. Man kann sich vergleichen direkt, wenn jemand, sagen wir mal, denkt, er hat viele Kills gemacht, kann er das zeigen, finde ich an sich super. Ob das mit der KD wieder so eine, das ist wieder so eine Sache, so, also mich juckt es auch nicht, so jeder soll zocken, wie er will, manche sind halt verdammt stark, manche sind halt verdammt schlecht, ist halt so, ist ein Game. Es gibt aber wiederum manche, die, das habe ich halt zum Beispiel erlebt, ein Clan-Kollege von uns, der hat das auch drin gehabt, hat eine 2-Plus-KD, keine Ahnung, und kriegt dann aber von irgendeinem Fremden eine PlayStation-Nachricht, hahaha, meine KD ist besser, ich habe 2, bla bla bla. Wo ich bedenke, yo, dein Ernst? Für sowas verschwendest du deine Zeit? So, das ist keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, aber das kann man ja nicht im System irgendwie zu Lasten legen, dass die Leute einfach spastisch sind. Das so, sind, weißt das, du? Sind das hast du halt immer, also entschuldige den Ausdruck, aber wenn die Leute so beschissen nein, sind, dann liegt es halt nicht an Bungie oder an dem Emblemsystem, was ich grundsätzlich cool finde, sondern die Leute sind aber scheiße. So. Und dann ist es egal, was du machst im Prinzip. Also. Ja, ich sehe es auch so. Also die KD von den Abzeichen sagt ja nicht mal mehr wirklich das KD, sondern nur noch die Effizienz, die du hast. Ja. Ich hatte die große Hoffnung. Wenn du im Vierertrupp rumrennst und jeden anschießt und deine Kameraden ballern ihn tot, Aber die sagen sich über dich aus. Wenn du dann alleine spielst, bist du die größte Pfeife, die es gibt. Also eben, es ist überhaupt nicht repräsentativ. Auch eine KD im Grundsatz eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Wenn du ein gutes Team hast, hast du immer eine bessere Karte, als wenn du einfach alleine spielst. Natürlich. Ich hatte am Ende von Destiny 1, habe ich mich so gefreut, dass jetzt auch die Assists als Kill zählen, dass die ganze PvP-Nisse da, die da hochgezogen worden sind aufgrund KD, dass die verschwinden. Aber dann kam neben der KAD auch noch die KD und jetzt rennst du da rum und hast dieselbe Scheiße wie vorher. Ich fand das hat immer für Spannungen gesorgt. Wenn die falschen Gruppen aufeinander getroffen sind, weißt du, der eine hat eine 5-1er KD jetzt, der andere hat eine 5-2er und dann ist der 5-1 auf einmal ein Noob. So, und das sind dann, das gibt dann wieder dieses Konfliktpotenzial, wo ich so gehofft hatte, dass das weg ist. Genauso nervt mich aber auch im PvE-Bereich, wenn nur noch Leute mit Erfahrung nach 3 Wochen im Spiel gesucht werden. Klar will man mal schnell Loot abgreifen, weil man dienstagsabends in Raid spielen will und keine Zeit hat, bis 1 Uhr im Raid zu sein, keine Frage. Aber wo bitte sind die Leute, die auch mal sagen, hey, komm, du hast es noch nicht gemacht, wir sind 5 gute Leute, wir nehmen dich mit. Und erklären dir das mal. Also zumindest was Trials angeht, ist am Wochenende Twitch voll davon. Bei Trials ja. Aber ich meinte jetzt gerade speziell bezogen auf Raid. PvE gibt es nicht so viele, ja, das ist richtig. Ne? Das ist leider so. Und vielleicht... Es ist anstrengend und es geht nicht so schnell. Ja. Ja, das hast du nicht in 1,5 Stunden durchgepeitscht. Ja, in du der musst Regel. Viel Geduld haben. Mhm. Ich merke das selber. Ich nehme ja öfters mal Zuschauer mit. Ich nehme dann immer gezielt nur einen mit, weil das entlastet dann. Wenn dann ein Fehler passiert, ist nicht so schlimm. Aber du musst viel Geduld mitbringen, weil da passieren dann Fehler und dann wird beim Zirkus auf das falsche Ding geballert und dann sagst du es und dann wird immer noch auf das falsche Ding geballert und das hat den, also die Person ist da nervös, es ist im Stream, sind alles Leute dabei, die das können und so. Und da musst du halt einfach auch eine ruhige Person sein und dich in die Situation reinfühlen können. Aber da bist du trotzdem eine Stunde unterwegs oder länger. Ja. Ja, das Problem ist ja, halt das auch... Das Problem sehe ich auch für dich, Nexus, und für alle anderen als Streamer. Klar, du willst helfen, ne? Du möchtest den Leuten helfen, weil du gerade Bock auf den Raid hast, ihr seid nur 4, 5 Mann, komm, nehmen wir mal einen Zuschauer mit, einen Abonnent, wie auch immer, coole Aktion, sage ich gar nichts gegen. Wo man dann selber, aber als Streamer, würde ich das mal behaupten, ich habe ja früher selber gestreamt, innerlich irgendwann anfängt zu brodeln, wenn die Person, die du mitnimmst, nach dem 15. Mal immer noch nicht rafft, dass sie auf den oberen Pfeil schießen soll und nicht auf den unteren. So. Ja, also du musst auch bereit sein, das alles im schlimmsten Fall 20 Mal zu erklären. Und ich sag mal ganz ehrlich, habe ich angefangen mit dem Stream mit dem waghalsigen Grundgedanken, eine Helpline für Raids zu machen. So, das Helpline mit Doppel-P? Ja. Oh, das ist super, super klug, Alter, super klug. Ja, genau, Helpline. und ich hab's angefangen und habe aber dann gemerkt, dass du von Phase zu Phase, je länger es dauert und je weniger es klappt,
Also ich persönlich, da geht mir irgendwann, brennt mir die Sicherung durch. Ich habe dann keine Ruhe mehr, dann bin ich abgenervt, dann bin ich selber Richtig. so gestresst und dann macht hört es auch auf, mir Spaß zu machen. Und da bin ich einfach nicht für gemacht. Es gibt viele Leute in der Community, die haben eine Engelsgeduld. Aber wirklich eine Engelsgeduld. Da sitze ich im Stream, gehe dann mal eine Runde laufen, joggen zum Sport, einkaufen, komme wieder nach 3 Stunden, sind die immer noch in derselben Phase und die haben immer noch die Ruhe, die Muße, den Jungen an die Ja, Hand zu ja. nehmen und das zu erklären. Beeindruckend, ne? Und das finde ich Die beeindruckend. Und Hüterakademie dafür macht musst das du ja, auch ne? gemacht sein. Max Fame und wie sie alle heißen, die machen Ja, das ja. Und die bleiben genau. ja auch durchgehend ruhig. Wo ich mir einfach irgendwann denke, wenn ich 2 Stunden später nochmal kurz reinschaue, weil ich gerade Langeweile habe, und die sind immer noch an derselben Phase, wo ich mir denke, oh, wie macht ihr das? Es ist bewundernswert. Das ist bewundernswert. Ich Ja, finde auf es jedes jeden Mal Fall. Aber es bewundernswert. Ich ist nicht könnte das jeder im dafür Leben nicht. gemacht. Es ist Ich auch einfach nicht, nicht um jeder Gottes dafür Willen, um gemacht. Gottes Willen. Nee, nee, um Gottes Willen. So, und klar, unter der Woche, wenn am nächsten Tag gearbeitet werden muss, also ich muss dann um 5:30 oder so, ja, weiß ich nicht, wann fange ich an zu arbeiten? 8:30 fange ich an zu arbeiten, vorher mache ich den Stream so ein bisschen, da will ich natürlich um 4:30 aufstehen. Da kann ich nicht bis um 1 Uhr in Raid gehen und da zocken wie so ein Geistesgestörter und dann auch noch in Ruhe alles erklären, bis dann mal auf die richtige Stelle geschossen wird im Zirkus. Ich würde da durchdrehen, da werde ich schlechte Laune, da würde ich meiner Perle auf die Nerven gehen, würde frustriert im Bett, würde morgens aufwachen und sagen, was für eine Scheiße war das? So, Ja. deshalb ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die es können und die da die Nerven behalten. Da will ich man wirklich, wie heißt das, eine Latte für brechen? Nee, irgendwas. Lanze, Eine Lanze. Lanze. Ich breche Deine die Latte, Latte. machst dir ein Latte, lass Kreuz es an die mir. Decke. Nee, aber auf jeden Fall, das muss ich ganz, ganz groß sagen. Und Ist tatsächlich so. das finde ich mega. Aber. Weißt du, und zum Beispiel Fluffy und ich, wir sitzen da nur und labern Bullshit. Ja, ist halt so. Und wenn man dann halt einfach, dann würde ich, glaube ich, lieber eine Stunde PvP spielen, mir schön ein paar auf die Fresse geben lassen, auf Deutsch gesagt. Und dann mit den Jungs, mit denen ich im Stream war oder im Chat war oder in der Party war, im Team war, ja, Spaß haben. Ja. Lachen. So. Prüfung der 9. Ich will wieder auf den PvP-Punkt zurückzukommen. Prüfung der 9 Ja, hat ja, man ja. kurz angerissen. Darf ich Ja, kurz? gerne, Die gerne. beste Änderung, dass sie den Namen gewechselt haben. Oder da sind wir uns alle einig? Komm sofort wieder. Also, das absolut. Von Osiris zur Prüfung der 9, das war notwendig. Nein, Spaß. Das nervt mich immer noch. Ist gut, ganz wieder. Was mit uns war. Was? Ich war gerade auch so, hä? Nein, ich sag aktuell heute noch Osiris und nicht Prüfung der Ja, 9. sage Also ich auch. das ist eine Ja, Nonsens-Änderung. oder Trials halt, ne? Ja, Genau. für mich ist immer Osiris. Ich das Ja. eingefleischt. Ist heute noch Ja. falsch. Es Ist ist auch ja auch Licht und nicht dasselbe wie Power Level, Osiris. aber gut. Also, ich gebe dir Naja, wieder klar. das Wort, Und sonst wieder. heavy. Genau, ist Heavy und nicht Power Level. Wer ist denn Du dran? wolltest fragen, was halten wir von den Änderungen? Gut oder schlecht? 4-4? 3-3? Jetzt sind wir ja bei Trials quasi, ne? Das ist ja analog Richtig. anwendbar im Prinzip. Ich habe da keine Meinung zu. Klingt doof, aber ich habe da keine Meinung zu. Ob das 4-4 ist oder 3-3, ist mir persönlich Wumpe. Ich glaube, dem Team, das mit mir unterwegs ist, fällt es leichter, wenn wir insgesamt zu viert sind, meinen Arsch mitzunehmen auf den Leuchtturm, den sprichwörtlichen. Also. Ich glaube, es ist leichter für Menschen, die Carries anbieten, in Anführungsstrichen, weil die in dem alten Dreierteam spielen können quasi, aber können sich noch einen ins Boot holen. Das ist richtig, ja. Und ich finde, dass 4 gegen 4 taktischer zu spielen ist, weil du dich vernünftig aufteilen kannst. Zwei links, Ja. zwei rechts zum Beispiel. So, ne? Ich Macht auch glaube, mehr Spaß. du kannst da einfach mehr Taktik walten lassen, was ich persönlich sehr interessant finde. Also es kommt auf Modus an. Wo ist denn Heli Also jetzt hin? ich. Okay, wir machen mal einfach weiter. Alles gut. Ich finde den Modus, der drin ist, gut zurzeit. Also erste Woche Trials. Stimmt das? Ja, Trials. Und zweite Woche, nachdem sie dann den Fehler hatten noch und das wieder umstrukturieren mussten. Ich finde das gut, weil du die Spieler dazu zwingst zu laufen. Durch die zwei Objectives, die du hast. Das heißt, die Bombe platzieren beim einen bei A oder B. Zwingt die Spieler dazu, sich zu bewegen. Zum einen zwingt Ja. sie sich dazu, entweder den einen Punkt oder den anderen zu verteidigen und sich aufzusplitten. Und wenn dann der eine Punkt droht, überrannt zu werden, rüberzuschieben. Das heißt, es ist Bewegung im Spiel in der Verteidigung. Und wenn platziert ist, ist wieder Bewegung im Spiel, weil sie das wieder deaktivieren müssen. Und das sorgt für eine viel, viel bessere Atmosphäre in diesem High-End-PvP, sage ich mal. Und Ja. du, es ist halt. Es ist halt nicht mehr dieses Rumgekämpel,
Das ist es zum Glück nicht mehr, sondern was mir jetzt aufgefallen ist, du hattest halt immer dieses Ziel. Wir sind jetzt am Planten, komm Jungs, rechts lang, wir planten jetzt. Du verteidigst da, ich verteidige da, du machst das. So, das ist halt nicht mehr so wie in Destiny 1. Okay, lass mal links, alle gehen in den Hardscope und wir schauen mal, wann die kommen. So. Außer bei Überleben das natürlich, cool. Da hast du die Problematik immer noch. Ne? Das ja, sagt ja, eben, auch das eben im Chat. Gut. Absolut ja, richtig, bei Überleben hast du das Problem noch. Okay. Trotzdem grauenhaft, Fotos, muss ich sagen. Grauenhaft. Ich hab ja angefangen zu spielen. Ich habe es gehasst, den Modus. Das ist horrible. Alle stehen da mit der Mida im Anschlag, der Radar noch aktiv, du kannst nicht mehr flankieren, weil jeder sieht, von wo du kommst. Ey, und dann, ja genau, du kurze Sicht, weg. Ja, also ja. Ein Stand-MG da steht. Dabei sind es einfach viele Spieler, die dich runtertackern. Mhm. Und da fehlt mir einfach dieses Objective, dieses Laufen, diese Bewegung, die da in das Spiel reinkommt. Ist gut, dass es den Modus auch gibt. Ist frustrierend für die, die den Modus nicht mögen. Ich hebe die Hand, also für mich. aber es ist wichtig, dass es trotzdem wichtig ist, dass eine Abwechslung drin ist. Ja, du, es gibt ja auch Leute, die mögen das und die finden das gut. Natürlich. Und dann braucht es das auch für die, solange das immer wieder durchwechselt ist. Also, okay. also ich persönlich ich spiele gerne PvP, aber ich bin maximales Mittelmaß. Aber ich habe Spaß dabei und das ist das, worum es mir geht tatsächlich. So, und wenn du halt mal ich finde das Schöne an Überleben im Vergleich zur Eliminierung ist einfach, dass dir ein Fehler mal verziehen wird. Mhm. Also das ist für Leute wie mich ganz toll, ja, für all die krassen Jungs da draußen, die machen nie Fehler, es ist immer der andere schuld, weil Lag wir kennen die ganzen Geschichten, das kennen wir alle, ist okay, ja, okay, für die ist das möglicherweise nichts, aber ich finde den Modus ganz, ganz cool. Natürlich kann der missbraucht werden. Natürlich. Das ist bei Countdown so in dem Fall nicht möglich. Wir haben es gerade gesagt, ne? Du bist gezwungen, dich zu bewegen, entweder in der Offense oder in der Defense, wie auch immer. Natürlich kann der missbraucht werden. Aber das kann man dann auch natürlich Bungie, also kann man Bungie ankreiden, aber das sehe ich anders, weil das eher ein Community-Problem ist, ja, oder ein Selbstverständnis ist. Genauso wie im Pulk laufen und das ganze Geseier, das kennen wir alles. Aber ich mag Überleben, muss ich wirklich sagen. Weil mir das eine Chance gibt, meinen Fehler vielleicht wieder gut zu machen. Und das ist auch das, was ich eben meinte. Das ist ja. Für einige ist es dann gerade gut, dass das mit dabei ist. Und für mich halt, ich brauche die Bewegung. Ich muss den Druck ausüben können. Ich muss den Druck verschieben können, damit mich die Feinde zwinge, sich zu bewegen. Das ist für mich wichtig. Aber eben, es ist gut, dass beides dabei ist, auch wenn es eine für mich frustrierend ist. Naja, du meinst halt dieses Objective, ne? Das ist dir wichtig. Ja, genau. Es ist das Gleiche wie mit dem Rift. Rift ist für mich auch ein Objective-Spiel, weil du musst in die Mitte dich bewegen und dann hast du die Verteidigung und die Offensive. Und je weiter du dich nach vorne bewegen kannst zu dem Rift, desto mehr Punkte kriegst du. Das hat eine andere Finesse. Das hat eine taktische Finesse, die dabei ist. Und das finde ich, das macht das PvP auch aus. Das sinnlose Aufeinanderholzen ist schon witzig. Aber bei Osiris finde ich, da muss die Taktik mit rein. Es hat auch nicht viel mit Teamplay zu tun, dieses Aufeinanderholzen. Das sind zwei Seiten, so, und diejenigen, die schneller reagieren, die gewinnen. Fertig. Finde ich langweilig. Grabenkampfkrieg. Ja. Und da kann man sich dann als Pseudo-Pro-Player natürlich drüber beschweren. Der wahre Pseudo-Pro-Player, der wird allerdings Wege finden, das zu umgehen. Und nicht mehr irgendwie in die Vierertraube reinzuhauen oder reinzurennen, die da mit ihren Midas im Anschlag steht. Aber ich glaube, da muss man dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben und Dinge werden sich verändern. Und ich glaube, Helly, du wolltest, weil wir gerade schon bei PvP sind, das Thema wechseln, aber trotzdem bei PvP bleiben. Ja, genau. Darf ich deine Gedanken lesen, Helly? Ja, bitte lies. Lies, ich bin ein offenes Buch. Die Meta. Genau. Die Meta. Allgemein, erstmal das Waffensystem, allgemein im Vergleich zu Destiny 1. Also wir haben die ganze Zeit gerade von der Mida gesprochen, wie unerfreulich das ist. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, die Mida ist eine gute Waffe. Die ist leicht zu bedienen, es ist leicht ranzukommen, das hatten wir eben schon mal. Ich persönlich finde seit heute Mittag das Scout im Energieslot vom KDZ eigentlich viel geiler. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich werden die Leute immer zu dem einfachen und guten tendieren, weil warum sollte man sich mehr Stress machen als der Weg des geringsten Widerstandes? Wenn du den Krieg gewinnen kannst, warum natürlich, von daher finde ich es nachvollziehbar, dass die Leute gerade sich auf die Mida stürzen und es im Prinzip mal wieder nur eine Handvoll Waffen gibt, die im PvP gerade was reißen. Aber das war schon immer so. In regelmäßigen Abständen gibt es eine Meta. Die ändert sich, weil du natürlich als Provider, als Bungie oder wer auch immer zusehen musst, dass du dem PvP-Spiel nur
neue Impulse gibst. Ja? Du musst das ja wieder aufleben lassen, deshalb wird was geändert, deshalb werden Waffen genervt oder gepatcht, whatever. Und an so einer Stelle sind wir gerade. Und es frustriert mich ein bisschen, dass die Leute offenbar eine perfekte Balance erwarten zum Start von einem neuen Spiel. Welche Kritik ich allerdings gerne annehme, ist, warum sie High-Caliber-Rounds wieder reingebracht haben, gerade auf der Mida, obwohl sie die ja in Jahr 3 Destiny 1 eigentlich gestrichen also haben. Also ich glaube, die Mida ist auch bei vielen meist genutzt, weil man sie kennt. Hatte ich eben schon mal gesagt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und derjenige, der in Destiny 1 die Mieter im PvP hat, spielt es auch jetzt, weil er vielleicht auch gar nicht was anderes Neues ausprobieren will. Weil wenn du was Neues ausprobierst, ist Unsicherheit immer dein Begleiter und die Mieter ist bekannt, ist als gute Waffe bekannt, die war immer gut, die wird auch, denke ich, lange, lange Zeit noch gut bleiben, dass das halt auch mit ein Hauptgrund ist. Ich finde, das Waffensystem an sich eigentlich relativ spannend sogar, dass du nicht mehr die Special Weapons hast mit Pumpe, mit Sniper, mit Fusi und so und Pistole vor allen Dingen nicht, weil die Pistole ist zwar noch da, aber bei weitem nicht mehr so OP, wie es in Destiny 1 war, so wie ich es bisher mitbekommen habe zumindest, wenn ich mal PvP gespielt habe. Also die Meta ist klar, Automatikgewehr und Pass of Range und das ist halt Scoutgewehr, die neue Sniper, sage ich mal. Und das wird auch noch lange so bleiben. Da macht mir gar keine Illusion. Oder seht ihr es anders? Kann ja auch Absicht von Bungie sein. Also bewusst die Waffe als Meta einzuführen, weil die Waffe von allen erreichbar ist, weil die Quest einfach zu holen ist. Also jeder hat die Möglichkeit, die Mida zu holen. Somit ist das Spiel in Anführungszeichen nicht unfair, weil jeder an die Waffe rankommt. Und dann können sie anfangen zu balancen. Also künstlich die Meta zu erzeugen, um nachher mit dieser Meta zu balancen. Also was ich jetzt noch dazu sagen muss, ist, ich habe nicht viel PvP gezockt. Ich, wie gesagt, das habt ihr jetzt schon hundertmal gehört, ich bin kein PvP-Spieler, pipapo. Das Problem ist, was ich gesehen habe, wenn ich Trials gezockt habe, es war immer nur die Mida unterwegs, es war immer nur oder größtenteils Uriels Geschenk unterwegs. Das wird Bungie patchen. Da kann man sich so viel erzählen, wie man möchte. Das natürlich wird was passieren. In den nächsten ein, zwei Monaten werden die das wieder patchen. Und dann wirst du wieder zwei, drei Waffen haben, die jeder zockt, und dann werden sie wieder das patchen. Das ist dieser typische Bungie-Zyklus. Sie machen die Feinabstimmung nicht. Es wurde schon, es war schon ein riesiger Fortschritt im PvP-Bereich, das muss man ehrlich sagen, dass du nicht mehr diese perfekte Waffe haben kannst, mit der du alles wegrasierst, sondern dass jeder spielt dieselben Sachen, es ist alles fair, es wird nur noch dieser Skill, sage ich jetzt mal. Du guckst jetzt auf den Skill, wenn einer besser ist als der andere, dann sieht man das. Dann liegt es aber nicht an der Waffe, sondern einfach an der Person. Und das finde ich wiederum gut, also du kannst jetzt nicht grinden für einen perfekten Roll, sondern du musst einfach gut sein. So, und das ist im Moment halt die Mida und Uriels Geschenk oder Gespenst, oder wie die heißt. Gespenst heißt sie, glaube ich, ne? Oder Geschenk. 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 Ja, oder Geschenk. Uriel Gellers Geschenk, ne? Genau. Nee, aber bringt das nicht. Bringt nein, aber dieses, das werden sie wieder patchen. Bringt diese Waffenpatchs nicht auch nochmal. Klar, regt sich auch wieder jeder darüber auf, weil es halt modern ist und cool ist. Aber bringt das nicht auch Wechselung, die man braucht, um PvP am Leben zu lassen? Auf jeden Fall. Man muss dann, da gibt es wieder eine kleine Zeitspanne, wo du herausfinden musst, welche Waffe ist jetzt gut, was zockt man jetzt, und dann hast du das innerhalb von, sagen wir mal, hochgerechnet fünf Tage bis einer Woche herausgefunden, und dann siehst du wieder im nächsten Trials alle damit zocken. Also es wird, meiner Meinung nach, wird es immer wieder ein reines Gepatche gehen. Also es wird immer wieder eine neue Meta geben, das ist klar, aber es werden auch immer wieder dieselben fünf Waffen gezockt. Nexus, was meinst du? Ich habe es bei Destiny 1 schon gesagt, ich glaube, es ist ultra schwierig, so etwas zu balancen. Es ist der natürliche Weg, dass es angepasst wird, und dann wird die nächste wieder die Meta, und dann alle wieder am sich beschweren, und dann wird das wieder gepatcht und das wieder gepatcht. Teilweise wird es auch zu Unrecht gepatcht, weil sich die Community einfach von Grund auf beschwert. Also es gibt bei Destiny 1 einige Waffen, die zugrunde gerichtet wurden, nur weil sich die Community darüber aufgeregt hat, obwohl sie nicht so gut war. Ich würde mir von Bungie an dieser Stelle wünschen, dass sie mit einer gewissen besseren Feinabstimmung an die Sache rangehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn eine Waffe Meta ist, wird sie nachher komplett zerschrottet und dann taucht die nächstschwächere auf. Also das nächstbessere. Ja,
Ja, hier finde ich allerdings, das ist einer der Vorteile von den Fixed Roles. Genau eben dieses Balancing. Es dürfte künftig für Bungie deutlich leichter sein, eine bestimmte Waffe zu balancen, weil der bessere Teufel meinetwegen immer den gleichen Role hat. Du guckst halt nur noch auf Schaden und wie schnell der Schaden rausgeballert wird. Genau. So. Unabhängig des Rolls, weil der Roll ist immer der gleiche. Also von daher glaube ich schon, dass es zukünftig vielleicht weniger krass wird, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das glaube ich und das hoffe ich vor allem. Ich hoffe vor allem und das glaube ich. ich bin da vorsichtig optimistisch, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Ich bin aber auch so ein Typ. Ich bin relativ optimistisch, weil... Ach gut, dann ist das Leben schöner. Erstens das und zweitens... Wenn alles so scheiße wäre, wie man das manchmal liest, ja, dann sollten alle irgendwie ihre PlayStation verbrennen. weil in jedem Spiel ist es so. Kein Spiel ist perfekt. Es gibt immer Pros und Cons. Aber der Gesamteindruck stimmt, wie ich finde, bei Destiny. Und ich mag das Spiel wirklich gerne. Sicher, das ist noch nicht perfekt. Das Spiel ist seit 3 Wochen draußen. Sind es bald 4? Na, das dauert noch ein bisschen. Ja, das Spiel ist nicht perfekt, aber ich finde, der Gesamteindruck stimmt. Mhm. Und ich freue mich jeden Morgen, bevor ich meinen Stream anmache, mache ich meine PlayStation an, ich drücke auf das Destiny 2 Symbol und ich freue mich. Geht bei mir ein Staubsauger los. Gut, das ist ein Lüfterproblem, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ich freue mich immer noch. Und ich bin immer noch sicher, es dünnt sich langsam aus, aber im Vergleich zu anderen, die vielleicht gerade im Chat sind oder zu vielen, die relativ enttäuscht sind, was so das Endgame angeht, ob das jetzt PvP ist, ob es Sachen zu jagen gibt, Rolls zu jagen gibt, Waffen zu jagen gibt. Ich weiß nicht, bei mir, ich meine, ich streame halt nebenbei. Immer wenn ich spiele, streame ich auch. Und dadurch ist meine Langzeitmotivation auf das nahezu Unendliche gestretched. Weil das Spiel nicht der einzige Reiz ist, den ich quasi dann abkriege, sondern ich interagiere mit den Leuten. Und das macht Destiny hervorragend, wie ich persönlich finde. Destiny gibt dir so viele schöne Möglichkeiten, mit Leuten zu interagieren, das, wie ich persönlich finde, seinesgleichen sucht. In dieser Art. Wie viele Stunden hat man nur im Orbit verbracht oder auf dem Turm und hat miteinander gequatscht in der Party? Ja, Mann. Ja. Das stimmt auch. Wie viele Freundschaften haben wir in Destiny 1 geknüpft? Auf jeden Fall. Unzählige. Das sind viele Sachen, die man Destiny zugute heißen muss, absolut. Neben der ganzen Kritik, die sich jetzt auch durchlaufen von unserer Seite her gegen das Spiel, es ist ja auch nicht böse gemeint, ich meine, wir lieben das Spiel, wir genießen es, es hat ein tolles Gunplay, es hat ein tolles Gameplay, toller Sound, Raid ist gut, Strikes sind gut, also man sieht den Entwicklungsprozess, man sieht den Fortschritt. Kritik ist hier einfach nur von unserer Seite her, wir lieben es und wir möchten, dass es noch besser ist. Das Geile ist sagen wir mal, wir sind Hardcore-Zocker, das Geile an uns ist ja, wir sind diejenigen, die sich am meisten aufregen, wir sind aber auch diejenigen, die bleiben und die auch dauerhaft zocken werden. Mhm. Richtig. So, wir werden uns noch so oft aufregen und wir werden trotzdem in dieser Sucht weiterverfallen. Mhm. Also. Und noch etwas ganz, ganz Wichtiges von mir an alle, die zuhören, die Destiny 1 gespielt haben. Wenn ihr mit den Gedanken an Destiny 2 rangeht, seid euch immer bewusst, ihr seid Destiny 1 vorbelastet. Und vorbelastet bedeutet für mich, wir haben 3 Jahre lang Destiny 1 gespielt mit allen Fehlern und Vorteilen und allen DLCs. Also wir sind von Destiny 1 zu Destiny 2 gehüpft mit einem Spiel, das schon mehrere DLCs und Add-ons drin hatte und viel, viel größer ist. Und dann kommen wir in ein Destiny 2, das halt gefühlt kleiner ist, weil die ganzen DLCs noch nicht drin sind. Ganz genau. Und das ist wichtig, dass man das noch berücksichtigt bei der ganzen Kritik, die man raushaut. Da kommt noch etwas. Jetzt kann man sagen, ja, kostet alles wieder Geld und so. irgendwie müssen die auch Geld verdienen. Ja. Ich meine, die reden ja davon, die haben Mitarbeiter, die haben Server, die sie warten müssen, etc. etc. Über die Geldpolitik kann man streiten, aber content-technisch geschenkt im Leben. Das so oder so nicht. Es kommt noch was dazu. Behaltet das einfach noch im Kopf, dass Destiny 2 noch am Wachsen ist, dass da noch mehr dazu kommt. Vielleicht binden sie diese DLC sogar noch besser ein, als es bei Destiny 1 war. Weil bei Destiny 1 war ja viel, dass dann viel Content wieder verloren ging mit dem Neuen. Mhm. Kann ja sein, dass sie daraus gelernt haben und Destiny 2 einfach um das Stück erweitern und das, was schon existiert, nicht probieren zu begraben. Könnte sein. Mal schauen. Also ich freue mich natürlich jetzt auch schon auf die nächste Erweiterung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin sehr gespannt, wie sich diese ganze Geschichte entwickeln wird. Zumal wir ja auch schon so einen kleinen Cliffhanger haben,
ne, zum Ende der Story, wo der Reisende halt explodiert, beziehungsweise ja, Er erwacht eigentlich, erwacht also er und erwacht. da was ja, was aktiviert, was wir jetzt ja noch gar nicht so wirklich kennen, aber es gibt ja doch einige Mutmaßungen, ne? Sehr viele, ja. Ja. Was denkst du, Nexus? Wie geht's da weiter? Ja, ich rede ja mit vielen YouTubern, die Geschichtsvideos machen. Andy Edition ist für mich da die Nummer eins im deutschsprachigen Raum und Absolut. der hat viele Theorien und hat viele gute Ideen und mit dem kann ich auch stundenlang über diese Sachen philosophieren. Ich sag's mal so, er ist erwacht und das Licht ist ins Universum geströmt und hat dann eine alte Macht zum Erwachen gebracht, die auf uns zukommt. Ich lasse es so stehen. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Nein, ich lasse Es es so hörte sich stehen. an wie eine Einleitung, Oh. aber ich glaube, Ja, dachte ich es auch. macht jetzt noch mehr Moment, Bock Killer. auf eine Nein, ich dachte, da kommt jetzt Steigerung, voll die definitiv. Story. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das offen lassen, um das Spielerlebnis auch zu genießen, ne, Na schlussendlich. klar. Butz, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass diese Infos schon draußen sind, wie der Release-Table tatsächlich ist bei der PC-Version. Ob das 2 Wochen dauert, bis der Raid rauskommt, ob das quasi 6 Wochen länger dauert als für die PS4, bis der DLC rauskommt. Ich glaube, das sind Daten, die bislang nicht bekannt sind, ehrlich gesagt. Sollen wir mal versuchen, eine Fragerunde aus dem Chat aufzumachen? Da muss ich aber Können erst nochmal pullern. Okay, dann gönnen wir dem Q seine kleine Pinkelpause und dann könnt ihr euch vielleicht schon mal ein paar Fragen überlegen, die ihr an die Gäste, an uns, in die Runde oder wie auch immer stellen wollt. Ich denke, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch mal Nexus und Kupi zu fragen, was euch so interessiert. Zum Beispiel. Ist Kupi Single? Paddy, du Arsch. Nein, es sollten natürlich schon Fragen sein, die mit dem Spiel zu tun haben. Ob Kupi Single ist oder nicht, das kriegt er Ist schon dein selber Spiel geregelt. Single? Nein, okay, gut. Nee, und wartet noch auf den Q, überlegt euch was Schönes. Der Q ist ja Ja. unser Chatmaster, der hat das alles sehr, sehr gut im Auge. Und ja, ich denke, es ist auch mal schön, die beiden Jungs hier mal außerhalb ihrer normalen Tätigkeit ansprechen und fragen zu können, was so ansteht, was mich zum Beispiel total interessiert, vielleicht die erste Frage an dich, Nexus. Wie lange bist du schon bei YouTube dabei? Wie hast, und die zweite Frage, wie hast du es geschafft, doch eine so große Reichweite aufzubauen, die ja schon deutlich Ja. höher liegt als bei vielen, vielen anderen? Das wäre meine erste Frage gewesen. In 2 Tagen sind es, glaube ich, 4 Jahre oder 3, ich weiß gar nicht. 2014 am 30.09. habe ich im September, 30.09., habe ich meinen Kanal eröffnet. Das war das Startdatum, als ich auch das erste Video, glaube ich, ein paar Tage später hochgeladen hatte. Ja, Aber auch direkt über Destiny, ne? Wie? Du Destiny, hast ja. aber auch, du hast mit Destiny Mein erstes Video war ein Drehmetall-Farm-Video. Mit der angefangen. besten Audioqualität, die man sich vorstellen kann. Also ein Toaster hat wahrscheinlich eine Naja. bessere Aufnahmequalität, aber Ja, gut. Jeder fängt klein ja, an. ja. Korrekt. Ibems. Die Videos sind auch alle noch da. Ich finde das auch wichtig, dass die Leute sehen, wie man angefangen Ja, hat und was für mega. ein Entwicklungsprozess da drin ist. Das soll auch Mut machen, selber mal anzufangen, wenn man das möchte. Und bei mir war es halt einfach so, ich habe Videos geguckt und dachte mir so, ich probiere es mal. Ich will mal gucken, wie ich ankomme, wie das funktioniert, wie sich das Ganze anfühlt, zu helfen, Guides zu machen. Und so hat das still seinen Lauf genommen. Und dann irgendwann habe ich andere YouTuber kennengelernt, die von Destiny 1 kommen, die wissen das. ProNDC, Angelus, Puzzles, Lightning Soul, Wackplatin, Schausix, das sind alles so Destiny 1 YouTuber-Namen, mit denen ich damals dann Kontakt hatte und das hat sich zu einer YouTube-Kooperation entwickelt und dann haben wir uns ausgetauscht und ich habe beispielsweise vom ProNDC immens viel über YouTube gelernt. Die haben mich da sehr, sehr unterstützt, waren 3-Mann-Trupp und da haben sie sich ausgetauscht und das hat sich dann entwickelt. Und es kostet unfassbar viel Zeit, gerade wenn man YouTuber und Streamer ist. Wenn man es nicht liebt, könnte man es wahrscheinlich gar nicht machen, glaube ich. Okay. Und das hat sich dann hingezogen. Bis Schon jetzt. ziemlich. Ja, bitte. Ich wollte jetzt schon ein bisschen weitergehen, aber hau raus. Wann kommt dein Borealis Review?
Weiß ich noch gar nicht. Genau, ja, dazu wollte ich halt eine Frage stellen. Wie lange brauchst du für so ein Review, so im Schnitt, wenn du die Waffe hast? Wie lange brauchst du dafür? Kommt auf die Waffe an, wie simpel sie aufgebaut ist. Also Rüstungsreviews gehen in der Regel eher schneller, weil da ja nicht so viel drin steckt. Also wenn jetzt die Waffe länger, wenn die Granate länger hält bei den Sonnenhandschuhen, guckst du zuerst mal, wie lange hält sie, wie viel Schaden macht sie auf die und die Bossgegner oder was auch immer, wie effizient ist sie im PvP, PvE und das war's schon. Da bist du am Abend dran, also einen ganzen Abend dran schon auch, das zieht sich. Bei den Waffen ist es etwas komplizierter, weil die danach auch gewisse Kombinationsmöglichkeiten bieten mit anderen Sachen. Jetzt die MP mit den Elektro-Verknüpfungen, also mit den Akkus-Verknüpfungen, da kann man viel rausholen. Da muss man auch recht viel Material zeigen, damit die Leute das gut sehen. Ja, ich denke bei den Reviews einen guten Abend, kommt es dahin. Vielleicht hier und da im Stream noch ein bisschen vorgetestet. Ja, da sitzt man schon ein paar Stunden dran. Mit Editing, Rendern und alles, oder was, einen Abend? Ja, mit allem drum und dran. Es ist Rendern, also nicht so viel Zeit. Also das ist dann ein 6-10 Minuten Video und das gerendert auf meinem PC sind das 10... Halbe Stunde. 10, 15 Minuten. Ja, echt? PC ist schnell. Ja. Okay, du hast einen guten PC. ja, muss ich. okay. Krass. Ja, also andere Videos dauern dann länger. Fragmente beispielsweise, das ist ein Projekt, das sehr, sehr lange gedauert hat. Da zuerst das Sammeln und das Zusammenschneiden, dann das Drüberreden, dann noch Musik drunter legen kostet nicht so viel Zeit, aber das rechnet sich dann hoch, ne? Da war ich, glaube ich, dreimal am Abend war ich da dran. Das hat sich gezogen, sehr. Und von Geschichtsvideos müssen wir gar nicht erst reden. Wenn man das mit Leidenschaft macht, dann sind drei Abende, sind das ja nichts. Richtig, ja. Und vor allem, wenn das Feedback Du machst ja wahrscheinlich nicht nur ein Video und dann machst du das nächste Video und dann machst du das nächste Video, sondern du machst ein Video und nebenbei hast du das Projekt am Laufen und machst dann das nächste Video und nebenbei hast du noch das andere Projekt am Laufen und so weiter, genau. Oder nicht? Also so Sachen farmen oder so. Also genau. Tokens, Openings, die laufen ja nebenbei, bis ich dann genug habe, um dann ein Video zu machen. Die sind beispielsweise furchtbar einfach. Da sitzt du hin, du öffnest das ist eigentlich kein Aufwand. Aber die brauchst du auch. Weil dann eben ein bisschen was geboten wird auf dem Kanal. Deswegen probiere ich immer so ein Mischmasch zwischen aufwendigen Sachen, die den Leuten viel bringen, und dann halt einfach so kurze Unterhaltungen wie eben Tokening, Openings. Ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es gibt Leute, die finden das cool. Ja, genügend Leute. Jo, hast du was? Ich habe gerade eine Frage aus dem Chat von Kroopy nochmal. Ja. Wir haben noch andere Fragen, wie zum Beispiel, wann kriegt Nexus sein Rangsystem im Twitch-Channel? Die können wir. Er ist nicht böse gemeint, aber solche Fragen übergehen wir großzügig. Ich habe mal eine ganz andere Frage, nämlich an Kupi. Ihr habt damals, wer sich noch erinnert, während Rise of Iron gab es einen Raid. Und es gibt da so einen klaren deutschen Clan, die haben World's First hingelegt. Ja, krasse Nummer, right? Hat euch das im Nachhinein irgendwie beflügelt und ihr wart irgendwie, also wie seid ihr jetzt den neuen Raid angegangen? Habt ihr versucht, auf World's First zu pushen? Hat euch das irgendwie einen anderen Einblick in eine völlig neue Welt der PvP-Mega-Tryhards gegeben oder so? Kannst du da mal einen drüber erzählen? Ich fange mal vorne an. Wir sind mit einem noch nie zusammenspielenden Team angetreten. Klar, wir sind alle in einem Clan, wir haben uns alle schon gegenseitig geholfen, aber als 6-Mann-Truppe, wie wir damals in Hardmode gemacht haben, haben wir noch nie zusammengezockt. Wir haben das noch nie zusammen, wir haben noch nie Speedruns zusammen gemacht, sagen wir es mal so. Ich habe einen Tag vorher eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit uns 6 und habe dann für jede Phase einzeln aufgelistet, wer macht was, wer steht wo und so weiter, welche Waffen werden genutzt, welcher Fokus, wie auch immer. Jeder wusste das, weil wir das schon, wie gesagt, wir haben immer wieder Viewerhilfe gemacht und da konnte man auch das immer wieder durchstudieren. Und das war halt, eigentlich war das pures Luck, dass wir das geschafft haben, weil der Clan, jetzt lass mich bitte nicht lügen, von TFU war das, glaube ich. Ich glaube, das war Redeem, wenn ich mich nicht täusche. Die hätten ja eigentlich den World First gehabt, wenn sie nicht geglitscht hätten, in Anführungszeichen. Ne? So, die haben uns das ja ermöglicht, sagen wir es mal so. So, wie auch immer, was hat das für uns geöffnet? Geöffnet hat es für uns, es haben sich sehr, sehr, sehr viele Leute gemeldet, auch gute Leute im PvE. Wir haben einen davon immer noch im Clan, mit dem ich sehr, sehr gerne zocke, überragender Spieler, muss man ehrlich sagen. Wir haben sehr, sehr viele, es haben sich sehr viele PvP-Spieler bei uns gemeldet, sehr starke PvP-Spieler.
Das hat aber nicht funktioniert. PvE-Bereich mit PvP zu verbinden, das funktioniert nicht. Also das haben wir auf jeden Fall gelernt. Aber das wollten auf einmal alle Busfahrer sein, oder was? Ja, ganz okay, im Ernst, okay, ja. okay. Wir hatten, also wenn ich das so sagen darf, wir hatten so einen Status, man hat uns auf einmal gekannt, davor kannte uns keiner oder kaum einer und auf einmal war jeder dein bester Freund und hey, ich habe das und das gesehen, wir sind genauso gut, wir waren auch so schnell, keine Ahnung, pipapo, ne? Ja, jeder kannte Pipapo. Dich, ja, du, jeder wollte, so wie du es gesagt hast, oder nicht jeder, aber viele wollten Busfahrer werden. So. Und ich bin ein netter Mensch. Ich sage ungern Leuten ab, von wegen, hey, ich kann dir gerade nicht helfen oder ne, was auch immer. Mhm. Aber da habe ich 99% gesagt, sorry, geht nicht. Ja. Ne? Du kannst ja nicht auf einmal 1000 Leute da aufnehmen. Und habt ihr dann den jetzt aktuellen Raid, der ja sowieso mega einfach ist, wenn man dem allgemeinen Feedback glauben kann, habt ihr versucht, auf den World's First zu pushen? Oder hat quasi war euer Ehrgeiz entfacht durch den neuen Raid? Weil ich meine, ihr habt es ja schon mal gemacht. Ja, wir hatten zwei Teams am Start und natürlich, wenn du sowas machst, wenn alle auf demselben Niveau sind, dann denkst du dir so, komm Jungs, wir verteilen jetzt den World First. Wir gehen da jetzt rein, gib ihm. Und bis zur Hundephase, bis zu den Lustgärten, waren wir auch gut mit dabei. Wir hatten mehrere Streams am Laufen, darunter auch King Rathalion und wie sie alle heißen. Mhm. Und waren auch alle Gleichstand, ne? Aber die Lustgärten haben uns einfach auseinandergenommen. Also die Hunde, die haben uns auseinandergenommen. Aber ja, wir sind mit der Einstellung reingegangen. Ja. Wir wollen wieder unter den Top 20, haben wir gesagt, wollen wir landen am Ende. Und was habt ihr gemacht, wenn ich fragen darf? Also ich meine, das ist ja nachvollziehbar. Kann man ja keine Ahnung. Wir haben um 12 Uhr aufgehört. Wir haben um 12 Uhr aufgehört, weil wir waren da bei der Zirkusphase, weil 4 von 6 schlafen gehen mussten, weil sie um 4 oder 5 Uhr morgens wieder aufstehen, aufgestanden sind. Ne? Deswegen musste man aufhören. Wenn ihr mögt, ich habe zumindest zwei Fragen aus dem Chat. Eigentlich habe ich mehrere. Lachegger, warst du nicht mit Nexos zusammen unterwegs? Nun, Ich habe Fragen. Die finde ich gut, die ziehe ich vor. Sorry. Frage an Kupi, warum sind Busfahrer im Real Life immer so spät? Brauchst du nicht drauf antworten, ist alles gut. brauchst nicht drauf antworten, ist gut. Nee, das liegt ganz einfach am Stau. Das ist eine coole Ausrede, finde ich cool. Die anderen sind schuld. Der Klassiker. Der Kupi, der bislang gute Fragen gestellt hat, aber wir können nicht jede Frage aufsaugen und die muss eine gewisse Relevanz für am besten viele haben, die anwesend sind in diesem Skype-Call. Krupi fragt jetzt mal alle vier Streamer, YouTuber, wie schwer ist es zu streamen oder Content zu liefern, wenn kaum was da ist? Zum Beispiel D1, die ganzen Waffenbeschaffungsquests, die ja jetzt alle random droppen. Nexos. Gibt ja YouTuber, die machen dann Reviews, aber ich weiß nicht, wie effizient das ist. Ich habe es in Destiny 1 so gemacht, um das vielleicht so zu ziehen, dass ich dann einfach Projekte aus der Community genommen habe. Also Waffenauswahl Community, weil beispielsweise in Destiny 1 Projekt, das ich lange habe laufen lassen, dann gab es jeden Sonntag, habe ich PvP gespielt. Also einen Tag vorher habe ich schon PvP gespielt und habe dann einfach zwei aus der Kommentarsektion gepickt, die mir sagen, was ich auswählen soll, was für Waffen. Mit dem habe ich dann gespielt. Und dann habe ich eigentlich so künstlich Content erschaffen für meinen YouTube-Kanal. Mhm. Oder ein Wochenloot-Video ist etwas, kann man auch immer bringen. Also das heißt, alles, was ich in der Woche kriege, fasse ich am Montag zusammen und rede dann drüber. Mhm. Tausche mich mit der Community aus und teilweise frage ich da auch, ihr habt ihr noch Ideen für Videos? Und dann kommt was in die Kommentare und wenn ich was Gutes finde, wird das dann umgesetzt. Ganz kurz, Centurio, ich werde deine Frage gleich beantworten. Da brauchen die anderen drei nicht helfen. Machen wir gleich. So, dann wenn ich das für mich kurz aufgreifen darf, das Thema, weil es ging ja in die Runde. Ja, man fängt an, sich Gedanken zu machen. Was kann man denn anderes machen, als nur zocken und dass Leute einem beim Zocken zuschauen und mitmachen können? Und so ist halt auch die Idee hier zum Beispiel von Time to Talk entstanden. Wir haben darüber gesprochen, ob man nicht auch Stream für was anderes benutzen kann und bereitet so ein Projekt vor. Man macht sich Gedanken, wie man es aufziehen kann. Das ist ein Projekt, was ständig wächst und ständig auch Arbeit braucht. Und natürlich ist Stream, gemeinsam spielen, Spaß haben und Leuten gute Freude bereiten und ein bisschen zu unterhalten. Das ist der Punkt. Da ist das Spiel eigentlich zweitrangig. Bei Destiny ist es halt einfacher, weil du mit vielen Leuten auch in Kontakt trittst und zusammenspielen kannst. Also es ist eigentlich
der Content ist nicht unbedingt erfolgreich für um oder der Grund, warum man erfolgreich einen Stream betreibt, sondern das, was du daraus selber draus machst. Das ist die Basis, Okay. ja. Ne? Und das. Lachegger hat die Frage schon beantwortet. Vielen Dank, ich hätte es genauso beantwortet. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Alles gut. Nein, ich wollte dir nicht, ich wollte dich nicht umgrätschen. Das war jetzt völlig unbeabsichtigt von mir eigentlich. Alles gut. Aber bevor die Frage zum achten Mal postet, glaube ich. Darf ich deine Vorlage gerade mitnehmen? Ja, klar. Weil wir sind uns ja relativ ähnlich, was das Stream angeht. Ich persönlich lege den Fokus vor allem auf den Chat und auf die Leute, die mir zugucken. Und warum auch immer sind immer Leute da, die mir zugucken, egal was ich tue. Destiny macht dabei sehr, sehr viel Spaß, weil es hier ebenfalls eben die Möglichkeit gibt, Leute mitzunehmen. Das war bei, gerade PvP ist eine coole Sache. Ja, im PvP kommen die wahren Emotionen raus. Das ist nicht so sehr der Fall, wenn du Strikes spielst. Dahingehend muss ich sagen, finde ich 6 gegen 6 auch schöner, weil du 5 Leute mitnehmen kannst. Jetzt sind es nur noch 3. Aber okay. Zu viele Köche verderben sollen den Brei. Einfach, mir ist die Interaktion mit den Leuten wichtig. Und das ist mir eigentlich scheißegal, was ich im Hintergrund in Destiny tue. Ob das eins, Destiny 1 ist, Destiny 2. Ist mir persönlich fast Rille, solange die Stimmung gut ist. Da, und da lege ich gesteigerten Wert drauf. Da habe ich Bock drauf. Das Das finde ich geil. darf ich noch gerade ergänzen. Aus dem Grund fehlt mir das 6 gegen 6. Weil es ist was anderes, ob du mit 3 weiteren Leuten oder mit 5 weiteren Leuten in einer Party im PvP rumrennst. Ganz ehrlich. Das hätte ich dann eigentlich auch noch sagen wollen, ja. Deshalb vermisse ich es ein bisschen und deshalb habe ich auch zum Ende von Destiny 1 immer sehr, sehr viel PvP gespielt, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit auch teilweise fremden Leuten in so einem Team zu spielen. Ja, ist so. Ja, ich lache über Lachegger. Offenbar war der Prestige-Dämmerungsstrike letzte Woche ganz scheiße. Kupi. Ja. Hau mal einen raus. Liefern. Du musst jetzt liefern, Kupi. Was wollt ihr denn hören? Wie schwer ist es zu streamen oder Content zu liefern, wenn kaum was da ist? Zum Beispiel die Also, ganzen Stream, Waffenbeschaffungskosten. ja, Stream mache ich ja seit 2 Jahren oder so nicht mehr. Habe Was? ich ja, habe ich im Jahr 1 und Jahr 2 habe ich das damals gemacht. Ist mir aber zu Kopf gestiegen, habe ich dann lieber mit aufgehört. Du hast immer noch 1200 Follower. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ist 2 Jahre her. Achso. Nee, ich streame schon lange nicht mehr. YouTube mache ich ja nur, ich mache es nicht so wie Nexus, ich mache es einfach nur just for fun. So, Jungs, haben wir eine geile Challenge am Start? Ja, lass die machen, ich lade hoch, fertig. Das ist für mich YouTube, einfach nur etwas machen, was mir Spaß macht und das dann hochladen. Also, ich habe jetzt nicht so, ich muss am Montag was liefern, ich muss am Mittwoch was liefern, sondern wann ich Bock habe. Und wenn dann mal eine Woche ausfällt, fällt halt mal eine Woche aus. Bei den Busfahrern merkt man es eigentlich immer relativ schnell, wenn Contentmangel ist. Dann machen die irgendwelche bekloppten Sachen, auf die sonst kein normaler Mensch kommt. Zum Beispiel mit 4 Leuten Kalus legen oder eine Plattform nutzen oder, ne? Also Was tut man nicht alles aus Langeweile, ja, ohne Witz, ne? andere farmen Drehmetall in Destiny 1 ohne Ende, ohne Ja. Ende. Und wir machen mal einen Raid-Boss mit 4 Leuten. Ja, cool, warum nicht? Eine Phase, mehr brauchen wir nicht. Ja, komm, müssen wir uns ein bisschen abstimmen hier. Die Idee habe ich, die hast du, das habe ich ausgerechnet. So und so viel Schaden brauchen wir. Zack, läuft die Nummer. So, das machen Leute aus Langeweile. Ja, so entsteht das halt wirklich. Also wir sind dann meistens immer so 6 bis 8 Mann in der Party. Derjenige macht das, der andere macht das. Und dann quatscht man halt, redet natürlich 95% des Tages nur Scheiße. Aber dann wirft einer irgendwas rein. Ey Jungs, zum Beispiel Prox letztens gesagt, wo wir auch erstmal gedacht haben, ja, du hast ja nicht mehr alle. Ja, lass mal die Hunde ohne Buff legen. Du bist witzig, wie willst du denn das machen? Ja, und dann sitzt du da 4 Stunden in der Party und bist erstmal nur am Quatschen. Wie könntest du das denn machen? Dann gehen 2, 3 Leute in den Raid, probieren es 2 Stunden aus und danach 2 Stunden machst du es mit 6 Mann, bis du es geschafft hast. Und dann gehen halt mal so 8 bis 10 Stunden, die du da einfach in der Party mit Quatschen verbringst, gehen dann mal für so eine Challenge drauf, was meiner Meinung nach unglaublich viel Spaß macht. Dann hast du aber auch Herausforderungen, sage ich jetzt mal, die aus dem. Ich gucke Destiny. Ich gucke meistens nur amerikanische Destiny-YouTuber. Nexus auch dich, mach dir keine Sorgen. Auch wenn es Aber nicht halt so nicht. wäre, nicht schlimm. Nein, aber halt nicht alles. Und ich gucke halt auch nur einen kleinen Teil. Ich guck halt eher in den Speedrun-Bereich und da gibt es halt ein paar Clans und ein paar Leute, die laden halt
solche Sachen wie wir hoch. Und dann schreibe ich den Jungs, Jungs, habt ihr das und das gesehen? Lass das auch mal machen. Ja, und dann geht's ja von vorne los. Dann rechnest du erstmal aus oder dann quatsch erstmal, wie würde man das am besten machen? Wie kriegst du den meisten Damage-Output raus? Bla, bla, bla. Und am Ende machst du es, bis du es geschafft hast. Und ob du da zwei Stunden für brauchst oder teilweise für manche Sachen 48 Stunden, spielt keine Rolle. Hauptsache, es macht Bock. Der Weg ist entscheidend, ne? Genau. Richtig. Ja, cool. Mag das. Ja. Ich käme ehrlich gesagt nicht auf die Idee. Ich bin ja tatsächlich lootgesteuert, so weißt du. Und sowas läge zu weit außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich find's cool, so weißt du. Ich find's halt cool. Und ich meine, damit kannst du halt auch Videos produzieren. Also, ne, wenn du das hochlädst, die es eben nicht zuhauf gibt. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es gibt halt so viele Videos, die alle das gleiche Thema behandeln. Weil jeder, ne, es gibt halt mega viele YouTuber. Selbst was Destiny angeht. Und natürlich gibt es da eine sehr hohe Schnittmenge an gleichen Themen in Videos am gleichen Tag. Und das ist einfach mal ein völliger Ausbruch aus der Reihe. So, das finde ich halt eigentlich ganz geil. Mhm. Ja, das denke ich mir halt auch. Die Fragen haben aufgehört. Ja. Aber ich kann kurz auf die Fragen nochmal eingehen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, woraus die erwächst. Eben wurde gefragt, Spieler, die aus zeitlichen Gründen oder anderen niederzukommen werden, den Raid zu spielen, sollte es da nicht eine andere Möglichkeit geben, an die Raid-Waffen und Raid-Rüstung zu kommen? Bitte beantworte die Frage. Die Möglichkeit gibt es in der Tat durch diese Clan-Engramme, wenn Leute aus deinem Clan den Raid gemacht haben, was ich nicht für richtig halte. Es ist falsch. Wenn du an einer Aktivität nicht teilnimmst, dann steht dir auch nicht die Belohnung für diese Aktivität zu. Punkt. Wenn du nicht Trials spielst, warum mit welcher Begründung verdienst du Trials Gear? Zum Beispiel. Kannst du die Frage auch anders stellen. Wenn du die Story durchspielst, aber keine Zeit hast, hier durchzuspielen, verdienst du es dann, das Ende zu sehen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe eine gute Frage gekriegt. Von Lachegger? Jetzt bin ich überrascht. Lass den Jungen in Ruhe. Damn. Ja, komm, schreib auf. Ich finde das eine prima Frage, die nehmen wir direkt. Ja, wenn ihr nur eine Sache an Destiny ändern würdet, welche wäre das? Das ist eine mega gute Frage. Oh. Ja, das ist echt eine gute, starke Frage. Also an Destiny 2 jetzt, oder was? An Destiny 2? Ja. Destiny 1, ja, ich würde schwere Synthesen einführen. Oh. Wobei der Drop von den Heavy Packs, sage ich jetzt mal, für mich ist es immer noch heavy und wird auch heavy bleiben, der ist schon enorm. Also du hast eigentlich dauerhaft hast du schwere Munition. So kommt mir das, also kommt heavy mir so schon, vor. Nur Kinetik nicht. Bei Carlos? Ich habe keine Kinetik-Munition bei Carlos. Super. Du machst eine Farmrunde, hast die Psi und so. Die geben immer eine schwere. Ja, genau. Ja, schwere, ja, schön, aber ich brauche Kinetik. So. Ich brauche Primary. So. Das ist super schade. Ah, ist das nervig. Im Raid brauchst du halt die Du nimmst die Schwere und tötest dann die anderen und dann kriegst du mehr. Ja, aber auch da kommt nichts bei rum irgendwie. Dann wipen wir und dann habe ich wirklich nur das Mindestmaß an Munition für die Mitternacht ohne Namen, die du haben kannst, 116 Schuss oder so. Dann bringt dir die schwere Synthese auch nichts. Ja. Nee, ich bin mit den Heavy Drops tatsächlich merkwürdig zufrieden. Ich finde, es droppt eine Menge Heavy. Mhm. Egal, was du tust, es droppt eine Menge Heavy. Auch. Ja, was würdet ihr denn ändern, ihr Schlaufüchse? Du hast aber jemanden angegriffen. Nein, Quatsch. Das ist egal. Ja, was würde man ändern? Gute Frage. Ich mache eine Liste. eine Sache in der Gruppe. Eine. Ich weiß es, ich bin gerade am Studieren, was ich ändern will. Jetzt hat Lacheggers es echt geschafft, hier 4 Leute mundtot zu machen. Ja. Alle Achtung, mein Lieber. Das aber ey, Kupi, hast du was, solange solange Nexus noch seine Unterlagen wälzt mit all den Wünschen? Ich hätte was. Ich? Ja, dann sag. Ich hab grad nichts. Das ist sehr oberflächlich, ich weiß. Aber wenn es etwas gibt, über was ich mich geärgert habe, als Destiny 2 rauskam, im Vergleich zu Destiny 1, ein fucking Emote Wheel. Is it so fucking hard to do? A fucking Emote Wheel? Selbst Division hat es geschafft und Division hat nicht viel richtig gemacht. Mhm. Ein Emote-Wheel. Punkt. Ganz oberflächlich, super langweilig. Die meisten Leute benutzen es nicht. Ich hätte das aber cool gefunden. Ich würde es halt benutzen. Mhm. Also wenn Bungie sagt, okay, wenn es nur einer benutzt, dann machen wir das. Ich würde es benutzen.
Also ich kann es echt nicht sagen, wenn ich nur eine Sache ändern würde. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, die Exo-Drop-Rate würde ich ein bisschen reduzieren. Ich habe das Gefühl, das ist passiert, ehrlich gesagt. Nee. Das kann gut sein, aber ich nee. Das würde ich jetzt einfach mal so einfach spontan sagen, das ist, die Exos sind nicht mehr wirklich wertvoll, weil die Drop-Rate... Wisst ihr, was mir in Destiny 1 gefehlt hat? Und das ist jetzt leider nicht Destiny 2, aber Destiny 1... Und zwar hätte man im Kampf aussuchen können, ob du jetzt mit der linken oder mit der rechten Pfeiltaste tanzt oder eine Synthese nimmst. Oh, das wäre nice. Das hat so gefehlt. Das wäre nice. Und das wurde seit Jahr 1 wurde das immer gesagt und das wurde leider nie umgesetzt. Zu Drop Rate von Exos, ne? Fluffy sagt gerade, es wurde mitgepatcht mit dem letzten Patch, auch wenn ich von nichts stand. Ich hätte gerne mal eine Quelle davon, Fluffy, nicht weil ich dir nicht glaube, sondern ich bin so ein Quellentyp. Ich habe auch in der Tat das Gefühl, und das bringt uns gleich zur nächsten Frage, ob wir von den Fraktionen enttäuscht sind. Die Frage hat ja schon Geschmäckle bei sich, aber da gehen wir gleich weiter. Ich habe die letzten 3 Tage Public Events gefarmt. Vorletzte Woche oder letzte Woche hättest du am Ende, sagen wir mal, nach 6 Stunden 8 Exos gehabt oder so. Keine Ahnung. Mehr. Ich hab jetzt 2 vielleicht oder so. Auf 6 Stunden. Und normalerweise würde ich sagen, ich habe kein großes Lootglück. Normalerweise. Also das kann ja durchaus mal wieder subjektive Wahrnehmung sein. Aber meinen anderen beiden Leuten, mit denen ich unterwegs bin, geht es genauso. Die werden auch nicht zugeschissen mit Exos. Also ich habe wirklich das Gefühl, und nicht nur ich alleine, dass da irgendwas passiert ist. Obwohl es nicht Teil der Patchnotes war. Weil die Drop-Rate der Exos, die war am Anfang schon ziemlich krass. Die war schon ziemlich krass. Ja, die war viel zu krass. Natürlich. Und das wiederum bringt uns zur nächsten Frage, die ich eben schon vorweggenommen habe. Seid ihr von den Fraktionen enttäuscht? Haut raus. Also von dem, also, du meinst von dem Faction vom Wars, Event. Von dem Event, genau. Ja, okay. Ich fände es richtig cool, wenn es alle Leute richtig spielen würden. Jetzt dadurch, dass man die Token halt farmen kann, ohne Ende, ist da halt, glaube ich, der Reiz weg. Weil es verfälscht auch letztlich das Ergebnis. Also ich bin ganz ehrlich, es hat sich nichts geändert. Ob du jetzt heroische Events farmst, mit oder ohne diese Tokens, spielt am Ende keine Rolle. So, ich fände es halt cool, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn es dazu eine Mini-Story geben würde, von mir aus in Form von Meilenstein, dass man jede Fraktion an sich ein bisschen näher kennenlernt. Das fände ich ganz sympathisch und am Ende vielleicht was Schönes gedroppt bekommt, wenn der Casual-Spieler das so möchte. Aber an sich finde ich das ehrlich gesagt unnötig. Also, ja, ich bin auch enttäuscht. Es hat mehrere Gründe, die mich enttäuschen. 600 Tokens ist ja das Cap, ne? Nachher kriegst du nur noch Shader. Ja. Ist Schwachsinn. Warum das limitieren? Ich verstehe es nicht. Wieder die Hardcore-Zocker, die wieder brutal bestraft werden. Brutal. Und es hat sich nicht viel geändert. Also im Grunde genommen machst du genau die gleichen Aktivitäten, nur hast du jetzt andere Händler. Das war's. Ja, genau. Und andere Ausrüstung. Und das ist ja zum gewissen Grad verständlich, kann man auch so beibehalten, aber es wird viel zu wenig auf die einzelnen Fraktionen eingegangen. Du gehst zu der Fraktion hin, er erklärt, warum er das macht. Toter Orbit, ja, wir möchten gerne weg von hier, das Licht wird immer angegriffen, deswegen müssen wir als Menschheit fliehen. Geht es zum Kriegskult, wir waren bereit, wir können in die Zukunft sehen. Das wird zwar auch nicht klar deklariert, ich weiß es, weil ich die Geschichtsvideos einen Tag vorher extra noch fertig gemacht habe, damit die Leute informiert sind, was sie eigentlich auswählen wollen. Mhm. Und bei der Monarchie wird dir auch nicht wahnsinnig viel gesagt. Warum nicht was Schönes einbauen, wo du dann auch verstehst, was die überhaupt machen, damit du dich reinversetzen kannst, damit du dich ins Spiel leben kannst und sagen kannst, ich kämpfe für die Monarchie, weil ich finde die Überzeugung von ihnen richtig. Ja. Das bräuchte es. Und das fehlt mir. Und da können von mir aus auch recycelte Sachen wie ein Sparrow Racing wieder mit dabei, wo die Fraktionen gegeneinander antreten. Ehrlich gesagt hoffe ich, das kommt zurück. Ich hoffe, das kommt zurück. Ja, ich hoffe, das kommt auch zurück. Warum bauen Sie das nicht einfach mit ein? Wäre doch ganz witzig. Ich meine, es ist ja im Turnierstil aufgebaut. Es sind die Fraktionskämpfe. Warum kannst du nicht auch mit einem Sparrow gegeneinander antreten? Wäre doch auch ganz witzig. Am Ende gibt es einen Token oder 5 oder whatever. Es ist zu wenig für zu viel Ankündigung. Ja. Finde ich auch. Fluffy sagt gerade, ein kurzes Intro pro Fraktion wäre cool gewesen. Weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber... Ja, eine Cutscene, warum nicht? Aber es wäre schon cool, wenn ich meine, es wurden so viele NPCs mit Leben erfüllt, ja, und die haben auf einmal Charakter, ja, das ist eine Person, eine echte, und die hat Sachen.
Und die drei Typen von der Fraktion, die stehen halt so, ja, willst du für uns... Ja, hallo, wir sind auch da. Willst du für uns ballern? Und da machst du für alle drei das Gleiche, obwohl andere andere Ziele verfolgen. Gebe ich dir recht, was mich persönlich relativ gestört hat, ist, dass die Leute vor Start, es geht mir, in der Regel habe ich Probleme mit Leuten, ja, und nicht so sehr mit Spielen, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, die es noch nicht wissen. Die Leute waren sehr voreingenommen, vor Start der Faction Wars. Alle so, Totorbit. Das fand ich aber cool. Ich fand es sehr strange. Ich fand das, ja, ich auch, aber ich fand das irgendwie cool. Weil ich zum Beispiel werde dann gefragt, ey, welcher Fraktion wirst du dich anschließen? Ne, im Weekly Update waren ja die Rüstung zu sehen und so letzte Woche. Ich so, ja, neue Monarchie. Was? Neue Monarchie? Wieso das denn? Ich so, ja, weil die Rüstung super geil aussehen. Punkt. Ja, aber du wirst verlieren. Ja, aber ja, die verlieren doch sowieso. Ja, I don't give a fuck. Yeah. Das ist mir doch Pups, ob die gewinnen oder verlieren. Ja, ich kenne die doch nicht mal. Ich kenne die doch nicht mal. Sind wir wieder dabei. Ja, ich hatte das in den Kommentaren, dass sich dann Leute an die Gurgel gegangen sind, weil der eine für die Monarchie war und der andere für den Hobbit. So, und ich dachte, ich habe dann halt einfach zurückgeschrieben, Jungs, warum streiten? Schlussendlich könnt ihr die Waffe so oder so holen. Entscheidet doch für die Fraktion, wo ihr sagt, die finde ich cool, ich finde die Waffen cool, ich finde die Rüstung cool und den Shader. Deswegen kämpfe ich. Mhm. Es ist ein sportlicher Wettkampf. Ich meine, warum sich. Das ist wie Hooligans bei Fußball, verstehe ich auch nicht. Es geht doch um den Fußball. Es geht nicht um gegenseitig an die Fresse zu geben. Seid halt ganz schlau und nehmt für jeden Charakter eine andere Fraktion. Fertig. Wenn man drei hat, natürlich, ja. Wenn ja, du magst. Genau. Also ich habe mich bewusst mit dem Warlock und mit dem Mega für die neue Monarchie entschieden, weil ich die Rüstung geil finde. Und mit meinem Titan, weil der Titan mir relativ egal ist, dann doch für den KLZ, wegen der Waffen. Nicht wegen der schönen Shader. Aber ich meine, das sollen die Leute machen, wie sie wollen, aber ich find diese Inbrunst, mit der dann die eigene Fraktion verteidigt worden ist, obwohl, wie Nexus ja gerade klar gemacht hat, ey, im Prinzip bist du mir gar nichts über die, außer du hast die Lore gefressen, was die wenigsten von uns getan haben. Und selbst dann ist es eher schwammig, wie die sich gegenseitig teilweise an die Gurgel gehen. Deine Fraktion ist scheiße, so, ne? Ja, wenn du dann die Frage stellst, warum? Ja, weil sie Autos verliert. Ah, okay. Ja. Autos haben gebrannt. Alles immer ein bisschen gehaltlos, wenn da so ein Rumgestänker stattfindet. Das ist ungefähr, ja, wie du es treffend formuliert hast, wie mit Fußball und Hooligans. Also, aber ich so extrem habe ich es noch nicht erlebt, sage ich jetzt bei den Fraktionen. Ich würde Helly aber auch recht geben. Ich meine, auch da ist das Problem wieder manche Leute, die irgendwie nicht willens sind, das richtig zu spielen. Ich meine, die gleichen Aktivitäten wie vorher, fein. Aber Leute beschweren sich über Lost Sectors, dass sie keinen Sinn hätten. Mal abgesehen, dass du im Rahmen von Abenteuern und damit auch Story in die Lost Sectors teilweise reingeführt wirst und spielen das Rein-Raus-Spiel, um pro Minute irgendwie ein Token zu farmen oder schneller, I don't know. Und beschweren sich dann, ja, dass das ja voll scheiße ist, weil ich bin also das Event ist jetzt seit 3 Stunden draußen und ich habe Max-Rang auf all meinen 3 Leuten. Also Bungie, ich bitte dich. So ungefähr kommt das rüber. Auch mit so einer gewissen Empörtheit und da kann ich mich nur am Kopf kratzen. Ja, dass es zu wenig Content ist, wenn man farmen geht und sich dann darüber beschwert, das verstehe ich auch nicht. Aber, ja, das hörst du leider oft, ne? Das ist das Problem. Das ist schon klar, ja, das ist der Mensch an sich. Leute stellen Fragen. Ja, bitte. Also, Kuba fragt die ganze Zeit dasselbe, nichts gegen dich, Kuba, alles gut. Und zwar, ob wir... ob wir auch die PC, also da, ob wir die PC-Beta gespielt haben und oder ob wir uns Destiny für PC holen. Da fange ich jetzt mal an. Warte mal, nein. Erstens mal, das ist mein Job, hier auf den Chat zu gucken. Entschuldigung. Und zweitens, Entschuldigung. Die Frage wollte ich legit gerade stellen. Ja, okay. Ohne Scheiß. Nee, aber mach's sorry. Nee, ich sag da klipp und klar nein. Also die PC-Beta habe ich nicht gespielt. Ich habe dafür keinen PC, ganz einfach. Ich werde auf der PS4 bleiben. Ich habe die PC-Beta gespielt und zwar auf der Gamescom. Und die Grafik, die war pervers. Die war richtig geil. Also dieses 60 FPS und im Vergleich zu 30 FPS, das ist gigantisch. Aber ich werde mir das Spiel trotzdem nicht für den PC holen. Dafür habe ich leider keinen guten Rechner. Q, du machst es doch. Ich tue es. Ja. Ich tue es. Ja. Ich habe erfreulicherweise auch dank eines Viewers und Subs meines kleinen Twitch-Kanals, der mir seine Grafikkarte geschickt hat, ich habe jetzt eine 1060 und ich bin rattenscharf auf die PC-Version.
Ich habe die Beta gespielt und es hat mich umgehauen. Erstens, also ich spiele üblicherweise mit dem Controller. Es gibt viele, die spielen mit Maus und Tastatur. Jeder soll das benutzen, was er gerne möchte. Und wenn es der Penis ist, ist mir egal. Aber für mich, weil ich das nicht gewohnt war, fühlte sich das an wie ein neues Spiel. Ja. Das klingt jetzt dumm, aber du hattest kein Auto-Aim mehr, was herrlich war. Allein die Steuerung mit Maus und Tastatur. Ich konnte schön Discord nutzen, statt die PSN-Party, was das Stream leichter gemacht hat. Das war himmlisch. Das war zu, nahezu traumhaft. Das hat mich einfach weggeblasen. Dazu sah es noch super geil aus. Wir standen in dem Strike auf Nessus. Wenn du nach rechts wegfährst aus dem Startgebiet, da steht ein Riesenbaum. Und da kannst du dich drunter stellen und da scheint das Licht, da scheint die Sonne durch. Und da standen wir da wirklich 5 Minuten lang oder länger hinter diesem Baum, haben gegen das Licht geguckt, um zu sehen, wie das Licht durch die Blätter fällt. Und das war einfach mega geil. Das war so cool. Ich habe richtig Bock drauf auf den 24. Ich habe richtig Bock drauf und ich werde beide Plattformen bedienen. Also sowohl PS4 als auch PC, wenn es soweit ist. Ich habe richtig Bock. Nexus, wie sieht es bei dir aus? Ich habe es auf der Gamescom gespielt und die Beta gespielt. Und ich fand es gut. Ich fand es sehr, sehr gut. Also ich war erstaunt, sehr erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie so gut umsetzen können, auch von der Bewegung, vom Bewegungsablauf her mit der Maus. Sehr sauber und souverän gelöst und geregelt. Grafik 1A. War ein Augenschmaus. Mhm. Da war dann die große Kritik mit dem Controller. Ich habe den Controller aktuell bei der Beta angeschlossen und es hat sich angefühlt wie auf der Konsole. Einfach mit guter Grafik. Also mit besserer Grafik. Mhm. Ich finde es cool. Ich bin nur ein bisschen in Sorge, dass wenn ich es dann für den PC auch noch kaufe, dass es mich etwas überfordert, wenn ich alles gleichzeitig mache. Mhm. Deswegen habe ich mir gesagt, Fokus für mich wird auf der PS4 sein, weil PC-Streamer und YouTuber wird es dann zur Genüge geben. Da werden alle Großen mitziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ich werde es mir aber auch für den PC kaufen, um zu gucken, dass ich da vielleicht auch noch ein paar Sachen machen kann, ein paar Helplines oder so. Ja, das ist so mein Ziel. Ich lasse mal so im Rahmen stehen. Tio, hast du noch was? Willst du auf die Frage noch antworten, Henry? Ja, ich habe gesagt, ich spiele ja PC nicht. Also, Okay. Ich habe keinen passenden PC, ich habe keinen ausreichenden PC, werde mir dafür auch keinen anschaffen und ich bleibe auf der Konsole und damit habe ich genug zu tun. Nachvollziehbar. Ja, um Gottes Willen. Nee, passt. Nexus fragt, den habe ich, glaube ich, habe ich das Ding, ich dachte, ich hätte die Frage kopiert. Was haltet ihr von den verlorenen Sektoren und habt ihr mehr erwartet? Im Prinzip nimmst du nicht übel, aber haben wir die Frage gerade beantwortet. Wenn du die Abenteuer mitmachst, dann wirst du mit Story, mit Hintergrund in die verlorenen Sektoren geführt. Und ich muss die Frage, glaube ich, zurückstellen, was erwartest du von verlorenen Sektoren? Ich habe bisweilen das Gefühl, dass die Anforderungen der Leute einfach irgendwie unrealistisch hoch sind und ich weiß nicht, die wollen, dass da Regenbogen-pupsende Einhörner auf sie warten. Es hat ein anderes Problem. Und zwar, dass Bungie es größer angekündigt hat, dass es im Endeffekt ist. War das so? Ja, wesentlich. Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Was meinst du da? Ich glaube, die Leute, die schauen auch eher auf sowas wie Skyrim, World of Warcraft, weil da ist, man muss halt immer differenzieren, PC und Konsole. Du kannst halt auf der Konsole, du hast halt nicht 10 verschiedene Tasten, die du drücken kannst, so aber, die Kombination raus. Aber mich würde mal interessieren, was Nexus meinte mit der Vorankündigung. Also ich weiß nicht, das war die Präsentation von irgendwann, keine Ahnung, wo sie auch die Planeten vorgestellt haben, was es alles gibt. Da wurde in der großen Show im Hintergrund, wo alles, war die E irgendwas, glaube ich, ne? Ah, die E3 meinst du? Ja, und da haben sie dann auch groß die verlorenen Sektoren angepriesen. Und ein Trick bei der Industrie allgemein ist ja, einen gewissen Teil zu zeigen und den Rest der Fantasie zu überlassen. Ja. Und dann fangen die Leute an, sich viel, viel mehr dazu vorzustellen, als dass es im Endeffekt ist. Und das hat dann immer den enttäuschenden Faktor, dass wenn das da ist und du reingehst und das anguckst, ist es gar nicht das, was du dir vorgestellt hast. Und das ist ein Marketing-Vorgehen, um das Spiel besser anzupreisen. Und da hatte ich halt einfach das Gefühl, dass Bungie auch ein bisschen selber schuld, wenn die Leute jetzt sagen, die verlorenen Sektoren versprechen mir nicht das, was ich erwartet habe, so wie ihr das angekündigt habt. Mhm. Weil es meines Erachtens nach auch ein bisschen größer angepriesen wurde, als dass es im Endeffekt ist. Okay. Das habe ich so nicht mitbekommen. Deshalb,
Ich auch nicht, denn ich habe mir den Luxus geleistet, den du, Nexus, dir nicht leisten kannst. Ich habe jegliche Berichterstattung vor dem Release von Destiny 2 vermieden. Mhm. Ich habe mir keine Leaks angeguckt, ich habe mir die ganzen Ankündigungen nicht angeguckt, weitestgehend. Und das Beste, was du machen kannst. Und ich konnte einfach wunderbar frisch irgendwie in Destiny 2 reinstarten, ohne irgendwelche vielleicht übertriebenen, warum auch immer, das steht ja erstmal außer Frage oder ist ja eigentlich egal, Anforderungen an das Spiel zu stellen. Und vielleicht kann ich deshalb die meisten Leute nicht verstehen, ich weiß es nicht. Aber ich war in so einer Infoblase, alle Infos waren außerhalb dieser Blase und es war hervorragend. Ich bin grundsätzlich vom Typus Mensch gleich wie du, nur dass ich jetzt als YouTuber und Streamer in diesem Geschäft tätig bin, klar, muss ich. Klar. Grundsätzlich lasse ich mich da eigentlich auch nicht spoilern, weil mir das Spielerlebnis kaputt macht. Und ich habe es auch probiert, mich nicht spoilern zu lassen, habe dann aber trotzdem geguckt, was so auf mich zukommt und bin so eine Mischmaschine gefahren von Infos kriegen und gewisse Infos zu vermeiden. Es war schwierig, aber das habe ich eben geguckt und da war mehr versprochen, als das im Endeffekt ist. Du musst ja auch als großer YouTuber, wenn man das so sagen darf, auch deine Community versuchen zu informieren. Vielleicht nicht zu viel, so wie du es glaube ich gemacht, ich weiß es leider nicht. Ich habe so probiert. Die Leute, die wollen ja trotzdem von dir hören, hey Nexus, wie sieht's aus? Worauf hast du Bock? Worauf hast du keinen Bock? Also das Übliche halt. So. Da willst du ja als YouTuber deine Meinung kundtun. Richtig. Q, was macht der Chat? Nicht viel. Nicht viel? Ich denke, das Wichtigste ist schon durch. Ich denke ja, auch. Ja, ich meine, der Chat schreibt natürlich, aber in der Regel beschweren sich die Leute. Über was? Meine Frisur sitzt doch. Man sieht doch gar zum Beispiel Skilehrer schreibt, ihm fehlen wirklich schwierige PvE-Missionen, die herausfordernd sind und die ich solo spielen kann. Ich habe den Dämmerungsstrike bei Destiny 1 immer solo versucht. Meist auch geschafft, das ist jetzt mit dem Zeitlimit nicht mehr möglich. Aber was soll man dazu sagen? Das ist persönlich. Also grundsätzlich kann man durchaus behaupten, glaube ich, dass Destiny 1 und 2 auf Zusammenspielen ausgelegt sind und nicht auf das Solo-Spiel im Allgemeinen. Von daher würde es mich nicht wundern, sollte es niemals ein Solo-Endgame-Content geben. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, weil darauf ist das Spiel nicht ausgelegt. Und damit würde Bungie eine Nische bedienen müssen, wo sie im Zweifel nicht mehr wissen, wie groß sie überhaupt ist und ob sich das lohnt. Es geht hier um wirtschaftliche Überlegungen. Und da muss man gucken, ob Arbeit, die investiert wird, ob die auch sich irgendwie wieder auszahlt. Und einfach nur mal so aus dem Blauen heraus, weil sie 100 Millionen Dollar mehr verdient haben, als eigentlich gedacht, oder was weiß ich, was die verdient haben, eine Menge Geld. Ja, klar. Ins Blaue irgendwie irgendeinen Modus zu schießen, der meinetwegen Solo-Player oder eine andere Nische, also Solo-Endgame-Player oder eine andere Nische bedient, so also auf gut Glück. Ich weiß nicht. Also jedes andere Unternehmen, weiß ich nicht, keine Ahnung, also jeder Geschäftsführer würde sich vorher beide Eier abschießen oder abkauen wahrscheinlich, bevor er so eine Entscheidung trifft. Also ich kann es nachvollziehen, weil das Spiel dafür nicht ausgelegt ist. So. Aber das ist, denke ich, was Nexus eben sagte, wir haben alles mehr oder weniger, was wir zum jetzigen Zeitpunkt in Destiny 2 bewerten können, bewertet. Wir haben uns sehr gut ausgetauscht, sehr, sehr gut. Ich fand auch sehr, sehr gut, dass wir sehr, sehr gute Fragen aus dem Chat dabei hatten heute. Wir sind jetzt wieder über 2 Stunden dran und ich weiß, dass Destiny 2 unglaublich viel Potenzial bringt, um noch mehr ins Detail zu gehen. Möchte ich an dieser Stelle jedoch jetzt auch aus Zeitgründen mal abbrechen. Wir haben auch noch eine nächste Sendung und die wird aller Voraussicht nach Ende Oktober dann stattfinden. Genaue Termine machen wir dann später, spreche ich mich mit dem Q nochmal ab und auch was Gäste betrifft. Würde vielleicht noch ganz kurz jeden bitten, ein Abschlusswort zu sprechen, um die Sache dann hier so langsam zu beenden. Ich würde anfangen mit Kupi. Kupi? Ich danke, dass ich da war. War cool, hat Spaß gemacht. Abschlusswort, das ist immer so schwer. Nein. Ich höre ja meistens immer oder größtenteils die Meinungen von meinen Jungs und ich fand es halt auch super cool, mal eine komplett andere Sicht zu sehen. Sei es aus YouTuber-Sicht, sei es aus Streamer-Sicht, sei es aus Casual-Sicht. Nichts gegen dich, Q, ich hab dich lieb. Cool. Ich kann aber nein, Quatsch.
Alles gut. Casual wird mit Q geschrieben, Bitch. Dann hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele neue Infos dazu gewonnen. Sei es Erfahrungen, Erfahrungsberichte. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Nexos, dein Schlusswort. Ja, ich habe es im Prinzip eigentlich schon gesagt, mittendrin. Und zwar im Grunde genommen, neben der ganzen Kritik, die wir für Destiny 2 haben, die Verbesserungsvorschläge und Sachen, die wir uns gerne wünschen, ist es trotzdem ein gutes Spiel. Es spielt sich gut, es macht Spaß, man ist mit dem Einsatztrupp unterwegs in der Dämmerung, es klappt nicht, man probiert es nochmal, man kriegt ziehen, kriegt den Loot, Meilenstein, Rüstung. Es ist gelungen. Es ist für die Feierabendhüter super hergestellt, finde ich. Bei den Stammkunden müssen sie noch ein bisschen nachziehen. Aber dafür gibt es ja noch ein paar DLCs. Jo? Ja. Ja, ich kenne das ja schon. Ja, genau. Ich habe Spaß. Für mich ist das Neue daran nicht die Fragen, weil die wiederholen sich. Aber ich habe mit Nexos gesprochen. Ja? Ich war mit Nexos in einem Skype-Call und mit Tecupido, der hat einen verfickten World's First auf seiner Karte stehen. Nein, ey, ich hatte mal wieder viel Spaß, aber das Quatschen liegt halt in meinem Gemüt quasi. Ich hatte sehr viel Spaß, ich fühle mich geehrt, mit den anwesenden Herren die Runde teilen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und euch auch meinen Blödsinn anhört. Quatsch. Ja, geil. So, geil. Und ja, dann mache ich den ganzen Laden jetzt so mit meinem Schlusswort noch zu. Ich möchte mich bei allen hier im Chat Anwesenden ganz recht herzlich bedanken. Es gibt viele, die von Anfang bis Ende dabei gewesen sind heute. Ihr bereichert uns mit euren Fragen und stellt ein super Publikum dar. An unsere Gäste, an Kupi und an Nexos, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde das ich empfinde das nicht als selbstverständlich. Ich finde das immer super, wenn man dann doch sehr, sehr spontan auch bereit ist, die Einladung anzunehmen und ja, hier so Teil dieser Runde zu sein. Ich denke, das ist vom Gedanken her das Allerwichtigste, dass man sich gegenseitig in einem Netzwerk unterstützt, mit Leuten quatscht, die man mag, die auch wissen, wovon sie reden, und das gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich habe alle Alerts ausgeschaltet im Prinzip. Ich weiß nicht, was im Chat abgegangen ist. Es steht auch nicht im Mittelpunkt, sondern die Unterhaltung steht im Mittelpunkt, denn Stream kann deutlich mehr als nur spielen und beim Spielen zugucken. Und ja, das wollten wir halt. Und Bier trinken im besten Fall. Und Bier trinken im besten Fall. Und das wollte ich halt mit diesem Projekt auch auf den Weg bringen und bin unglaublich dankbar, einen tollen Co-Mod dabei zu haben und immer wieder super Gäste. Ohne Carsten, ohne sonst irgendwelche Vorarbeiten, einfach spontan sowas aus der Hüfte zu schießen. Wer ist Carsten? Finde ich mega gut. Also, das Schlusswort für uns wieder, Respekt und? Liebe und so. Also, haut rein. Schönen Abend an alle, schlaf gut. Danke, Leute. Ciao. Tschüss. Bis die Tage. Morgen früh mache ich noch den letzten Abschlussstream vom Urlaub und dann bin ich 2 Wochen weg. Macht's gut, bis dann und Dankeschön. Ciao. Ciao.